Herzlich willkommen in Bohnenhausen. Ihr hört es schon um mich herum, es ist wieder Werwolf-Zeit. Ja, Marco lacht schon. Achso, deswegen. Sehr schön. Ja, es ist wieder Werwolf-Zeit. Wir spielen Werwolf. Uke ist leider verhindert, deswegen übernehme ich heute die Rolle des Spielleiters. Stark. Und wir haben eine sehr, sehr nette Runde beisammen von 10 Spielern, die ich einmal kurz vorstellen möchte mit meinem Zeigestock. Hier ist Dorni. Hallo. Dann haben wir einmal hier die nächste Person. Hier, Miriam. General aus nicht in den Mund. Hier ist einmal Mara. Hey, und Rikon. Und Rikon, einmal runterschwenken, das ist nämlich richtig süß. Oh. Das ist Obi-Wan Kirikon. Und dann haben wir natürlich auch dabei heute Marika, Katjana, Nils Glatze. Nils Kopf. Nils Katjana. Und neben mir den buckligen Etienne. Hallo. Und wer ist da? Moritz. Katjana, das einzige kein Josie. Moritz habe ich schon gesagt. Ja. Josie, Marco. Wolf. Der Wolf Marco. Und Nils. Hi, ich bin unschuldig. Ja, und für alle, die das Spiel hier noch nie gespielt haben oder einmal zugeguckt haben bei uns, der Hund, gucken wir uns einmal, zum Beispiel auch Rikon, auch zum ersten Mal dabei, glaube ich, heute. Ja, gucken wir uns doch einmal die Regeln an. Wir spielen heute wieder Werwolf. Dabei sind wieder ein unglaublich gut aussehender Spielleiter und 10 heitere Spieler. In Runde 1 des Spiels wird jedem Spieler per Karte eine von 4 Rollen zugewiesen. Da gibt es zum Beispiel die Werwölfe. Jede Runde töten sie einen der Dorfbewohner. Dann gibt es noch die Hexe. Die besitzt einen Heiltrank und einen Giftzauber, die sie beide einmalig einsetzen kann, um einen Spieler zu retten oder eben zu töten. Der Seher kann niemanden retten. Allerdings darf er in jeder Runde vom Spielleiter erfahren, ob eine, vorher von ihm ausgewählte Person, ein Werwolf ist oder nicht. Und dann gibt es natürlich noch die friedlichen Dorfbewohner. Sind alle Rollen verteilt, führt uns der Spielleiter in das Abenteuer und leitet durch Tag- und Nachtphasen, die wir für euch kennzeichnen. Nachts schließen alle Bewohner die Augen. Es ertönt ein Signal, sodass ihr, falls ihr denn möchtet, alle Aktivitäten mitbekommt. Nacheinander weckt der Spielleiter die verschiedenen Spieler, die ihre Augen öffnen und ihrer Rolle nachgehen. In der Tagrunde entgegen versuchen die Bürger, den Werwölfen auf die Schliche zu kommen. Sie diskutieren, streiten und bestimmen über eine Person, die die Dämmerung heute nicht erleben wird. Ihr habt dieses Mal durch den Chat keine Stimme, dürft aber mit eurem Voting mit Ausrufezeichen BOR entscheiden, wer diese Runde am besten gespielt hat. Diese Person ist in der nächsten Runde der Bürgermeister und hat bei einem Unentschieden die Entscheidungsgewalt. Das Spiel endet, sobald alle Werwölfe erwischt oder alle Dorfbewohner gestorben sind. Jede Runde wird vom Spielleiter eine neue Rolle eingeführt, die statt eines normalen Bewohners im Dorf einzieht. Und nun, viel Spaß! Wir haben vergessen zu spielen. Ja, ihr habt es gemerkt, wir haben die Regeln wieder ein bisschen entschlackt. Ein paar Figuren vom letzten Mal sind nicht mehr dabei, sondern wir spielen wieder nach den alten Regeln. Und ich würde sagen, seid ihr bereit? Oder will noch jemand irgendwas verraten? Hat noch jemand eine Anmerkung? Mit sonst den, würde mit den ich Zahlen habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Machen wir das jetzt sehen wir oder nicht? Gleich. Nach dieser Mods. Nach der Werbung. Nein, wir gucken mal, wir zeigen wieder heute. Wir haben keine Markierungen. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, irgendwie so zu zeigen und nicht die Arme zu bewegen, weil es dann doch immer... So, ich gebe mal, hier die Karten aus. Es sind durchgemischt. Ihr guckt einfach mal durch. So, hier. Für Rikon ist das. Rikon hat mich abgelenkt. Was? Ich kann Rikon lesen? Hier ist deine. Ich kann nur schreiben. Hier, einmal weitergeben, bitte. Einmal weitergeben. Und einmal... Hier. So, was mache ich jetzt mit der Karte? Jetzt machst du erstmal gar nichts, guckst du einmal an. Okay, dann behältst du es. Ja. So, und ich würde sagen... Nochmal nach vorne? Nee. Nein. Ich würde sagen, es wird langsam Nacht in Bohnenhausen. Ich drücke nochmal den Nebel. Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, wie die Leute reagiert haben auf ihre Karte. Das war ein Fehler. Müssen wir jetzt schon die Augen zumachen, ja, ne? Mhm. Ihr müsst die Augen alle zumachen. Und tatsächlich... Ist es wieder soweit in dem Dorf? Die Werwölfe ziehen herum und erwachen.
Die Werwölfe suchen sich und einigen sich auf ein Opfer. Die Werwölfe einigen sich langsam. Die Werwölfe werden sich hoffentlich langsam mal einig. Es hat tatsächlich geklappt. Die Werwölfe sind sich einig geworden und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe zeigt auf eine Person, die sie gerne wüsste, ob sie lieb oder böse ist. Ich meine, Entschuldigung, ich meine natürlich, die Hexe entscheidet sich, wir haben es lange nicht gespielt, die Hexe entscheidet sich, ob diese Person leben soll. Die Hexe hat sich entschieden, die Hexe hat auch noch einen Gifttrank. Möchte sie von diesem Gifttrank vielleicht Gebrauch machen und nicht mit umbringen? Die Hexe hat sich entschieden und schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher darf auf eine Person zeigen, von denen er erfährt, ob sie gut oder böse ist. Und der Seher schläft. Der Seher schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Und tatsächlich ist niemand gestorben. Was ist mit den Liebenden? Yay. Die gibt es erst in der dritten Runde. Yay. Weiß ich doch. Okay, jetzt will keiner als erstes was sagen, aber ich muss was sagen, weil es brennt mir auf der Zunge. Es war so auffällig, dass du gesagt hast, können sich diejenigen bitte einigen? Das heißt, es können nur zwei Alpha-Tierchen gewesen sein, die offensichtlich sich nicht einigen konnten. Andere neigen nämlich in diesem Spiel dazu, sofort jeden Vorschlag anzunehmen. insofern habe ich eine Vermutung. Ich sage jetzt noch nicht, an wen ich denke. Ich wollte es nur mal in den Raum stellen, dass es offensichtlich zwei Leute gab, die sich nicht einigen können. Komisch. Also siehst du dich nicht als Alpha-Tier? Ja, wollte ich gerade sagen, ich würde mich als geschmeichelt fühlen. Ich selbst belasten. Ne? Ich würde aber vorschlagen, bevor wir zu der großen Diskussion kommen, wählen wir doch mal einen Bürgermeister, oder? Was heißt das? Oh, wie geht das? Was ist das? Wählt der Chat nicht den Bürgermeister? Wollte gerade sagen, nach der ersten Runde wählt doch der Chat oder machen wir das anders? Wir wählen jetzt einen Bürgermeister. Okay. Marco. Okay, was passiert, was macht der Bürgermeister? Der Bürgermeister hat, wählt mich? Hat falls es zu einem Unentschieden kommt, nachher die Stimme, die dann am Ende entscheidet. Ist aber auch viel Verwaltungsaufwand. Wie tun wir das jetzt abstimmen? Ihr also zum Thema darf euch aufstellen. Warum würdest du denn gerne Bürgermeister werden? Als Bürgermeister? Ich will nicht Bürgermeister sein. Ich glaube, ich habe genau den richtigen Weg für dieses Dorf. Ich glaube, ich sehe gut aus in dieser Mütze. Und ich könnte euch vor den Werwölfen beschützen. Naja, es kommt ja darauf an, wer kann das Dorf ins neue Jahrhundert führen? Wer kennt sich aus mit digitaler Progression? Wer kann das Wort sagen? Genau deswegen will ich nicht in die Politik. Weil ich hier aufgewachsen bin. Und so kann das für die nächste Generation nicht weitergehen. Die nächste Generation muss das Wort digital aussprechen können. Ja. Unser Dorf heißt, ist nach mir benannt, nach dem zukünftigen Bürgermeister. Okay. Wow. Bohmhoff. Ich muss sagen, ich wohne hier am längsten schon. Ich habe schon alles mitgemacht, bin hier auch schon mehrmals gestorben. Also ich habe alles gesehen. Also ich glaube, als erfahrenster. Du hast aber schon so Fellhände, ne? Als erfahrenster hier, würde ich sagen, ich muss der Bürgermeister werden. Also bei dem Unentschieden kannst du vertrauen. Wir hören ganz spät zu. Ich will einfach diese Verantwortung haben. Ist mir egal, was der Achtung, wir brauchen jetzt drei Leute, die sagen, sie möchten sich aufstellen lassen. Ja, ich. Ihr erwartet das ja von mir wahrscheinlich. So. Du, noch jemand? Okay. Katjana wollte auch. Katjana wollte auch. Okay. Die Demokratie entscheidet jetzt, wer ist für Nils? Hey, eine Person. Im Ernst? Wir müssen neu abstimmen. Wer ist für Marco? 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen gar nicht weiter abstimmen. Hört. Marco ist der Bürgermeister. Das gibt's ja nicht. Ja, wir sind Freunde. Ich kann deine Schlüsse auch einsetzen. Ja, aber es gab doch schon über 5 Stimmen. Ja, es gibt doch. Aber eine war für Nils. Aber eine manche zählen Nils ja auch doppelt. Nein, 5? Ja. Wollt ihr mich verarschen? Darfst du auch mitwählen, ist die Frage. Da hätte ich es noch schaffen können. So,
Jetzt geht's weiter mit der Diskussion, wer muss sterben? Was passiert, wenn der Bürgermeister ist jetzt Bürgermeisterpolitik? Gibt es einen, einen Second Bürgermeister? Der mit den zweiten Markt versteht. Ich würde dich zu meinem Second Bürgermeister machen. Okay. Hier ist mir ein bisschen zu viel Hektik gerade drin. Ja. Genau. Bring mal jemanden um. Der Bürgermeister stirbt, entscheidet der Bürgermeister auf seinem Sterbebett, wer der neue Bürgermeister ist. Ja, so, und jetzt bitte, einer hat das Wort, Etienne. Ich habe ja schon was gesagt. Du hast es schon gesagt. Ich fand es ja auffällig, dass Etienne als Erster was gesagt hat. Das kommt jetzt auch wieder. Ich finde es super, dass die Sachen fallen. Ich höre mal nicht, wenn sich jemand bewegt. Na, das ist also ich kann jetzt nur wieder mit meiner bewährten Taktik, wie wir beim letzten Mal, wer zugeguckt und dabei war, weiß, die müde Augentaktik ist, wurde ja belächelt letztes Mal, wurde ja ausgelacht, ja, und am Endeffekt war sie genau richtig getroffen. Und zwar achte ich tatsächlich immer direkt, nachdem alle die Augen offen, frische Augen genau, auf die Augen. Habe ich in diesem Mal genauso gemacht wie der. Du hattest zum Beispiel sehr rote Augen. Für mich ist Miri auf keinen Fall ein Wolf oder irgendwie ein Seher oder eine Hexe. Sie hatte die ganze Zeit die Augen zu. Und die frischesten Augen, gerade nach dem Öffnen, nach der Runde, war Marika tatsächlich. Es tut mir leid, es ist nichts Persönliches, aber ich habe geguckt. Kann sein, dass du einfach dich sehr gesund ernährst oder so. Aber du hattest die frischesten Augen. Aber wie hast du denn alle Augen gleichzeitig gemacht? Ich habe einfach die Runde schnell durchgemacht. Gerade bei diesem Aufmachen, alle, wo es aufmachen, habe ich wirklich mal geguckt. Wer macht so? So wirklich so, oh, ich hatte jetzt ewig die Augen zu, muss erstmal wieder sich dran akklimatisieren an das Licht und so. Aber warum spricht das für irgendwas? Ja, weil wenn du jetzt gerade zum Beispiel entweder ein Wolf warst oder ein Seher oder eine Hexe, dann hast du ja gerade nochmal die Augen offen gehabt. Alle anderen sind hundertprozentig Dörfler, meiner Meinung nach, die wirklich aussahen, als hätten sie die Augen lange zu. Aber die Wölfe waren ja zuerst wach, oder nicht? Ja, aber das ist immer noch, das kann man immer noch mit einberechnen. Naja, ich lasse mich gar nicht erst in so ein Loch diskutieren, ja, weil das ist der Klassiker. Ich bringe gute Argumente und dann geht es wieder darum, ich rede mich im Kopf. Ich sage lediglich, dass die letzten beiden Charaktere, nämlich der Seher und die Hexe, ja, die sind ja gute Charaktere. Ja, aber ja. Und wenn ist du jetzt immerhin interessant, das ist auch nur bei der Beobachtung, könnte sein, dass diese Person auf jeden Fall, Marika in diesem Fall, einer dieser Personen ist. Entweder ein Wolf oder ein Seher ist. Ja. Also ich habe Schlaf im Auge. So, Mara, sehr defensiv, das fällt mir jetzt mal auf. Hallo. Ich hab neulich dieses Moin Moin mit Lars und den Mentalisten gesehen. Und ich glaube, ich habe da ein bisschen was gelernt. Und ich fände es cool. Du meinst die Theateraufführung. Wenn jeder jetzt einmal sagt, ich bin nicht, nicht Wolf. Ah, machen wir das schon in der ersten Runde oder was? Und ich entscheide das. Da habe ich entscheidet. Ich habe ja diese, mentalistischen Fähigkeiten. Der Bürgermeister findet die Idee gut oder nicht? Nein, die ist Schwachsinn. Das haben wir schon mal gemacht. Da habe ich mich auch noch versprochen und ich war schon mal gemacht. Also ein bisschen. Oh, sorry, ich habe eigentlich vorgenommen, nichts zu sagen. Ich war die ganze Zeit so ruhig. Sag ich doch was. Naja, also. Ja, man könnte meinen, das wäre jetzt was Persönliches, was ich jetzt sage, aber ich finde schon ein etwas verdächtig, wie sehr Marco unbedingt Bürgermeister werden wollte und jetzt die ganze Zeit auch dieses Sprenzchen macht. Du hast doch Marco auch gewählt, ne? Ja, nee, habe ich nicht. Nee. Ah, okay. Ich habe danach nur gesagt, ich habe ihn gewählt, weil ich Angst hatte, wenn er jetzt dann doch irgendwie... Also sich mit dem Bürgermeister zu verfeinden. Ja, aber ich glaube, es ist halt, könnte auch Ablenkungsstrategie sein, weil natürlich, was gibt's Geileres als der Wolf sein und als Bürgermeister drin sein? Das ist nicht ein Running Gag, dass wir Marco in der ersten Runde rausgehen. Das ist schon lange nicht. Hat sich was getan. Aber darf ich mal ganz kurz was fragen? Ja. Also, bist du der Wolf? Ich bin der Wolf. Okay, tschüss. Nein, aber du hast erst, hast du Mara verdächtig und jetzt Marco. Ja. Und zwischendurch noch Marika. Und also Florentin ist nicht da. Oh mein Gott, aber du hast aber ist das, kann das nicht sein, dass das eine Sache ist, die du aus der Sendung irgendwie mit rüberschleppst? Aha. Ah. Ach so, wegen... So. Und du bist auch der Einzige, also, der die ganze Zeit grinst. Ne? Nee, deswegen, also weil ich einfach gute Laune habe. So. Das Ding ist, deswegen habe ich ja extra gesagt... Das ist ein Klassiker bei mir. Es wirkt dann so, als würde ich mich im Kopf... Aber ich rede einfach gerne viel. Und ich tue gerne meine Beobachtung einfach ungefiltert mitteilen. Und ich finde, da kann man jetzt noch nicht viel draus schließen. Die frische Augentaktik ist klar. Ich wurde schon so ein Showformat, wo es darum geht, möglichst viel zu reden und zu unterhalten. Wir wollen ja alle die Schnauze halten und versuchen, anhand des Schweigens rauszufinden, wer die Wölfe sind. Ja, aber es gibt so Leute, die machen das und die gewinnen jede Runde. Und immer so, ich habe mich durchgeschwiegen. Nein, so bin ich nicht. Sondern ich wurde ja schon oft zu Unrecht raus. Also wenn als du Dörfler, weil ich viel geredet habe. Das kann man einfach wieder. Aber bist du ein Wolf? Nein, aber auch. Was kann man denn zum Beispiel feststellen? Man kann feststellen, dass die Hexe jemanden gerettet hat. Ja, das war unklug. Also müssen die Freunde sein. Ach so, stimmt. Das, weil, das kann natürlich das auch noch sein. Also normalerweise ist es immer so, wenn wir ich finde den Ansatz mit Marika aber gar nicht schlecht, weil seitdem beobachte ich sie und sie hält sich an ihrer Flasche fest. Sie hat eben gerade den hier gemacht. Ja. Den hat sie gemacht. Ja. Den hat sie gemacht. Dann ist ein Wolf. Warte mal, hat sie auch gemacht. Der Deutsche könnte auch noch. Hat so Deutsche gedreht. Marika, ganz kurz. Kannst du einmal sagen,
Ich bin nicht der Wolf. Ich bin nicht der Wolf. Mentalisten-Eddy schlägt. Oh. Ich möchte einmal, wir haben ein Argument noch nicht, was Etienne vielleicht angebracht hat. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, weil das einzige Argument jetzt, was noch fehlt, wo wir ganz kurz nochmal drüber diskutieren könnte. Ein Kandidat steht für mich schon fest. Für mich ist die Frage, wer ist der zweite Wolf? Wer ist denn dein Kandidat? Wer ist denn ein Kandidat? Es gibt drei, oder nicht? Das sehen wir gleich im Vote. Es gibt drei Wölfe. Drei Wölfe gibt es. Achso, also es gibt drei Wölfe? Ja. Ja. Nee, warte mal. Es gibt drei. Das hat er sich doch gerade verraten. Wer sind die anderen beiden? Nee, wüsstest du ja, wer die anderen beiden sind. Ich habe mich vielleicht verraten, dass ich es auch nicht bin, weil ich dachte, seit wann gibt es denn drei Wölfe? Nee, ich glaube, du bist so klug und hast das absichtlich so gemacht. Drei Wölfe? Danke. Das könnte auch sein. Eine Hexe. Ich glaube, genau das ist es. Weil du warst beim letzten Spiel auch dabei. Es sind immer drei. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Was ist denn das jetzt für Das ist mir zu hektisch. Das ist hier ein Hauen auf dem Grill. Das ist gut. Also, diese Alpha-Tierchen-Theorie ist auf jeden Fall brillant. Ist brillant. Das ist und, aber was du gesagt hast mit dem, Marco will sofort Bürgermeister sein, ist auf jeden Fall auch. Aber die erste Person, die Bürgermeister werden wollte, war Katjana. So. Aber, also, nicht, aber sie wollte es nicht so vehement. Ja, weil es aufgefallen wäre. Aber hätte sie dann nochmal gesagt, Quatsch, ich habe mich übrigens gemeldet. Aber am vehementesten wollte ja Nils. Wollte gerade sagen. Ja, Nils hat sich. Und der auch verdächtig, muss man auch mal sagen. Ja. Nils, also der sonst wirklich sehr redegewandt ist und so und bei der Bürgermeisterwahl total aus sich rauskam. Ja, dann habe ich verloren. Und dann, aber dann hast du gar nichts mehr gesagt die ganze Zeit. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Aber weil ich du hast die ganze Zeit geredet, Alter. Und weißt du was? Und ich, das habe ich doch schon erklärt. Meine Erfahrung bei Werbung ist folgende. Der erste Impuls des Wolfes ist es immer, von sich abzulenken. Und das macht man am besten, indem man jemand anderen in den Fokus stellt. Das ist klassisch Feindbild für die anderen zur Hetze holen. Und deswegen gucke ich immer als erstes, wer sucht ein Feindbild, auf das die anderen sich stürzen können? Wer sucht, weil, seien wir ehrlich, nach der ersten Runde hat niemand ein Argument. Das Einzige, was ich in den ersten Runden noch gelten lassen konnte, war, ich habe gehört, da hat sich jemand bewegt. Das war am Anfang bei Werwolf noch, wo man wirklich sagen konnte, okay, seitdem gibt es keine Argumente mehr. Und dann gucke ich immer, okay, wer sucht, wer zeigt den Finger auf jemand anderen, weil der lenkt automatisch von sich ab. Und das habe ich beobachtet. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, du hast es gemacht. Aber ich bin halt Dörfler, deswegen du hast es irgendwie schwammig gemacht. Das sind auf jeden Fall angefangen. Zwei Hetzer, also ihr beide habt auf jeden Fall das gemacht. Also bin ich aber ich habe vier Leute also quasi verdächtigt, weil ich ja quasi nur ungefiltert meine also Ansichten mitteile. Okay, drei Wölfe gibt es und vier hast du verdächtigt. Ja, also sagen wir, vier plus drei, für mich, dass ich acht, eins, zwei, drei. Fast aber das spricht dann genau für mich gegen das Argument von dir gerade, dass ein Wolf oder jemand, der irgendwie wohl ein Wolf wäre, ein Feinbild sozusagen alle aufhetzt. Ich habe ja wirklich ganz querbeet einfach mal so geschaut. Ja, querbeet und hast geguckt, wo die Leute aufspringen. Damit nö. Ich bin Dörfer, das war schon tausendmal, es war ja wirklich schon so, dass alle dann sagen, nur weil ich Leute beschuldige und viele rede, bin ich deswegen, ich hätte einfach ruhig sein sollen, wie immer. Das sagst du auch. Ich will immer vornehmen. Jedes Mal. Ja, und ich gehe jedes Mal raus und dann ist immer ja, und dann sind alle so, der war ja doch einfach nur jemand, der viel labert. 100% der Fälle warst du nur. Nee, viel weniger. Gut, also ich würde mal, ich glaube, Donny, wer ist jetzt auf der Liste? Was ist denn das für ein Parteiischer? Aber ich glaube, du beeinflusst die Leute. Nein, du bist jetzt auf der Liste von den Leuten, die. Der fucking Etienne ist es doch. Der hat doch hier die ganze Zeit so Evil-Mind-mäßig hier so ein bisschen was vertrieben. So, wer möchte noch jemanden vorschlagen für die Wahl? Nichts ohne. Wenn keiner gestorben ist, ist es schwierig. Ja, das war's zeigen. Also, Moment, es ist ja einer gestorben und der wurde wiederbelebt. So habe ich das verstanden. Ja, aber das doch mit den Karten. Eigentlich ist ja doch so, wenn die Hexe rettet in der ersten Runde nicht, damit man irgendwie einen Anhaltspunkt hat. Kann die Hexe nochmal? Nee. Nein. Einmal nein. Nur. Nee. Aber ich muss ehrlich sagen, das finde ich jetzt schon sehr beeinflussend vom Spieler, da zu sagen, ja, Donny ist auf der Liste, wollen wir jetzt mal die Runde zu Ende bringen? Wollt ihr ihn rauswählen? Nein, so kommt das Gerücht. Wo sind denn die Karten? Die Karten gibt's nicht. Zeigen. Ja. Wir müssen entweder machen. Ja, weil mit der Psychologie bin ich jetzt 100 pro raus und keiner tut jetzt mehr achten auf die Sachen, die ich gesagt habe. Wir sind so leicht zu beeinflussen. Ja, hundertprozentig. Ja, schau mal. Ich dachte, wir stellen drei Leute vor, die zur Wahl stehen und dann voten wir unter den drei. Ihr würdet merken, welchen Wolf er ist. Das ist einfach zeigen alle gleichzeitig. Ja, das kriegen wir aber nicht hin mit so vielen Leuten. Das ist dann macht einer so, dann macht er schnell so. Nein, es ist einfach nur, du sagst, es ist Donny. Es ist Donny. Genau. Und dann der nächste. So und dann nächste. Wir gehen einfach einmal rum. Wir suchen drei raus. So. Aber jeder darf nur einmal die Hand heben. Jeder darf nur einmal die Hand heben. Dann fangen wir aber hier an, damit Donny der Letzte ist. Ja. Damit er dann gehen kann. Damit wir nicht stumm hier bleiben. Fantastischer Aufbau. Wer ist denn für Nils? Natürlich nicht. Marco? Ist das dein Ernst? Ist mein Bürgermeister. Ich.
Josie? Achso, ich habe jetzt mal verstanden, kurz, das Prinzip, dass wir, ich dachte, er sagt, der ist okay. Für Marco. Wer noch? Ich bin auch für Marco. Zwei Stück. Drei? Drei für Leute, für Marco. Warte, wer von drei für Marco? Marika ist auch. Hör ich vier. Marika, du hast doch gerade mit. Guck mal. Ja, nein, der war für Josie. Du warst schon bei Josie. Du warst schon bei Josie. Achso, okay. Wer ist für Josie? Gut zu wissen. Oh ja, ja, plötzlich. Hä? Moritz? Etienne? Drei Leute für Etienne. Aha. Für Katjana? Nein. Zwei? Marika? Eins. Hast du dich schon gewinnt? Ein Feindbild. Nein, nein, Feindbild. Warum zeigen wir nicht dann? Einfach? Es ist jetzt fast vorbei, mach. Hey. Niemand? Für Mara? Miriam? Noch nicht. Und für Donny? Eine Person. Damit ist mit drei Stimmen rausgeflogen. 3-3. 3-3. Vier bei Marco. Dann. Nein, drei. Marika war bei Josie. Ja. Ja. Achso. 3-3. Also 3-3 zwischen euch beiden. Ja, wer darf jetzt entscheiden? Da können wir aber ganz schnell. Nein, das ist ja genial. Beim Stechen entscheidet der? Der Bürgermeister entscheidet beim Stechen. Das ist ja genial. Darum okay, soll ich jetzt auch nicht Bürgermeister? Aber das disqualifiziert einen guten Bürgermeister. Einen guten Bürgermeister, der hätte seinen... Würde sich selbst töten. Sich selbst töten für sein Volk. Hättet ihr mal mich gewählt. Ja, ich hätte mich umgebracht. Ich auch. Nein. Aber ich sehe 2022 wieder zu. Ich habe nicht mit dir gestimmt. Also es ist ein bisschen chaotisch hier gerade noch. Ist ein Wolf. Nein, ist ein Dörfer. Aber es langsam lichtet sich das Feld. Also wir gucken einmal, was Etienne war. Hallo, wir gucken jetzt mal, ob Etienne nett oder böse war. Wolf. Aha. Ja. Aha. War das ein Alpha-Tier? Ja. Aber das Ding ist, du weißt ja, dass er ein Wolf war. Das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Etienne war ein Guter. Etienne war ein Guter. Er war ein Wolf. Nein, er war kein Wolf. Okay. Hallo, hier ist der Spielleiter, er war kein Wolf. Etienne war ein Guter. Ihr seid Trottel, alles gut. Nicht zeigen. Wieso? Ihr habt doch gerade aufgelöst. Nein, wir haben nicht aufgelöst, ob du vielleicht die Hexe oder der Seher bist. Und nicht zerknödeln, das brauchen wir nicht. Ja. Und deswegen gehst du jetzt weg. Ich hab ja gar nicht für dich gestimmt. Gut. Verwirrend. Wir brauchen die Karten okay. Noch nicht kennen, ne? Ihr seid sau dumm, halt's Maul! Das ist nicht so. Okay. Junge, Junge, der Tote spricht nicht mehr! Das ist. Böhmdorf. So. Material. Böhmdorf kommt jetzt langsam mal wieder zur Ruhe. Mann, 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 was ist denn hier los? Und schläft langsam mal wieder ein. Gott, du guckst Marco an. Marco, auch du schläfst ein. Ich schlafe. Und als erstes erwachen mal wieder die Werwölfe. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Die Werwölfe haben ihr Opfer gefunden, relativ schnell diesmal, und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe hat natürlich schon ihren Zaubertrank eingelöst oder benutzt und hat noch einen Gifttrank und möchte die Hexe vielleicht jemanden töten. Er war ein Profi, er musste gar nicht den Satz zu Ende hören und hat gleich geschnallt, was zu tun ist, weiß Bescheid und schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Die Werwölfe haben im Dorf eine Person auserkoren und sie zerfleischt. Aha. Ja, dann wird es langsam ein bisschen überschaubar. Ja, Mann. Was für ein sexy Werwolf. Und eigentlich ist ja relativ klar, was Donny war. Aber wir gucken trotzdem mal. Aha. Ein Wolf. Natürlich ein Wolf. Gut. Jetzt dann haben wir die zwei. Ich fand die Theorie von Etienne im Nachgang jetzt mit den Alpha-Tieren gar nicht so schlecht, wenn man das so überlegt. Also müssen das, wie gesagt, erfahrene Spieler sein. Und wie gesagt, ich habe schon ein paar erfahrene Spieler hier miterlebt. Und es gibt eine, die sehr, sehr erfahren ist. Und das ist für mich Miriam. Ich war erst dreimal dabei, du warst meiniges öfter dabei. Du bist aber sehr, sehr erfahren, was das Spiel angeht. Oh, ich finde, alle, die in der ersten Runde geredet haben, sind jetzt raus. Ich bin wieder bei null. Ja? Okay, cool. Ich weiß nur, also dein Gesicht, als du ihn rausgewählt hast und er gestorben ist, einfach das und dein Gesicht, als jetzt gerade Donny gegangen ist, war auch so. Wer hat Donny, ja, wen als mich. Als dich. Ja.
Und Etienne hat auch mich. Aber das hat nichts zu bedeuten. Das war die erste Runde. Jetzt gerade gehen wir neue Fakten durch. Und die erste Runde ist halt Freestyle. Aber wenn mich jemand als Mörder beschuldigen würde, würde ich doch davon ausgehen, also dann würde ich ihn doch versuchen zu töten, oder? Wie? Ja, ja, aber klar, wenn ich jetzt wenn ich in der ersten Runde, beschuldigt werde. Wow, ja, aber du hast. Für den Gag. Ach so. Na gut. Nee, aber natürlich wehre ich mich, wenn ich in der ersten Runde beschuldigt werde und das zu Unrecht. Vertraut mir. Hättest du dich denn, wenn du zu Recht beschuldigt worden wärst, nicht gewehrt? Doch, doch, ich hätte mich da auch gewehrt. Okay, nur um sicher zu gehen. Also alle Optionen sind noch offen. Alle Optionen. Gut, dann, ja. Ich glaube am ehesten, wie gesagt, Miriam zurzeit, wie gesagt, ist eine sehr erfahrene Spielerin. Wir haben jetzt schon 2 Tote. Langsam gibt es, es gibt nur noch 3 Wölfe, Epidemie. Wenn ich richtig liege. Und dann, ja, langsam lichtet sich das Bild hier. Und dann ist für mich, wie gesagt, als erfahrener Spieler, ja, gerade... Genau, wo eben... Ja, und Bürgermeister. Also ich fände es ja ziemlich schlau, wenn man sich als Bürgermeister wählen würde, als Wolf. Als Wolf. Hast du das nicht auch versucht? Ja. Ja, gut, aber ich hab... Jetzt redest du dich auch im Kopf und Kragen, mein Freund. Ich habe höhere Ziele für dieses Dorf. Ja, ja. Nee, aber wenn das dann das Zünglein an der Waage, dann ist man als Wolf der perfekte Bürgermeister, weil man dann die Wölfe... Ist gar nicht so gucken. Ja. Ist fällig. Also wenn ich selber ein Wolf wäre, würde ich... Wirst du mir überhaupt zumachen? Willst du dich verteidigen, oder? Ja. Was? Darum hänge ich auch immer noch bei ihm und bei ihr. Weil das sind die beiden ersten... Ach so, weil, für mich, ganz ehrlich, für mich, Katjana hat bisher... ganz gut argumentiert, außer dass sie gerade einmal versucht hat, gegen mich zu argumentieren, womit sie jetzt keinen Erfolg hatte. Und nee, es tut mir wirklich leid, du weißt. Katjana, ich bin erforsche deine Gefühle. Ein glücklicher Mitglied dieser Gesellschaft. Ja. Aber selbst wenn ich sterbe, gebe ich dir den Mut. Auch am Anfang gesagt hat, dass, oder wer war das, der andere hier? Wenn man ganz viel am Anfang schon redet und jemand anderes beschuldigt, dass das ein bisschen auffällig ist. Mhm. Aber er war kein Wolf. Es ist auffällig. Aber du, okay. Ich habe auch nicht. Nee, der hat ja nur gesagt, dass andere das gemacht haben. Ja, aber nein, Moment, Nils hat das ja gesagt. Nils, das war ja die Argumentation von Nils, dass es ja so ist. Aber es war ja nicht so. Also Donny hat am meisten geredet und ist kein Wolf gewesen. Mhm. Naja, mir ging es weniger ums Reden, mehr ums Beschuldigen. Ja. Das kann man auch mit wenigen Worten machen. Absolut. Ja. Absolut. Also ich muss sagen, mir fällt es schwer. Ich habe irgendwie, früher mal in anderen Runden habe ich leichter irgendwie gedacht, okay, ja, der hat sich bewegt oder der hat irgendwas gemacht, jetzt fällt mir wirklich echt schwer. Und ich muss zugeben, ich lag jetzt schon einmal daneben und das nimmt mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein in meine analytischen Fähigkeiten. Aha, okay. Aber du hast jetzt keinen Verdacht in irgendeiner Hinsicht. Also Lautstärke... Muss ich sagen, es macht ja schon auch Spaß, Leute zu beschuldigen. Ja. Ich habe ehrlich gesagt nichts. Gut. Muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht viel. Dann lass uns Was haben wir denn bis jetzt? Dich. Weil du das sagst. Wir haben dich. Ja, bis jetzt haben wir dich. Nein, wir haben 2 Leute, die dich beschuldigt haben und beide sind jetzt tot. Können wir gerne machen. Ich bin kein Wolf. Aber sag das doch. Ja, okay, aber Markus ist halt kein Wolf. Okay, also dann bleiben ja nicht mehr viele. Dann bleibt aber es gibt für mich. Also das Argument, dass Miriam Wolf ist, nur weil sie öfter Werwolf spielt. Aber es gibt für mich eine Person, wenn ich sterben sollte, ihr könnt mich rauswählen. Gibt es für mich aber, egal ob du gegen mich stimmst oder für mich stimmst. Eine Wahrheit. Ich mache dich zum Bürgermeister. Bist du des Wahnsinns? Wen? Ich glaube, dass sie ein Werwolf ist. Das wäre doch der Tod. Wen machst du zum Bürgermeister? Ich mache auf keinen Fall dich zum Bürgermeister. Weil ich glaube, dass du noch am ehesten ein Wolf bist. Und Katjana kein Wolf ist. Ich weiß nicht, weil ihr redet ja gar nicht. Ja, das ist auch schwierig. Man muss ja erst ein bisschen gucken. Ich finde Humble Nils so ein bisschen verdächtig. Ja. Das ist so lustig. Du bist angesprochen und dein erster Impuls ist dieses Spiegel, dieses Reflektieren der Schuld auf jemand anderen. Ja, das mache ich immer so. Textbook. Ja, das stimmt. Guilty. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Nein! Hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja, aber der hat sie auch nicht gemacht. So, ja, das finde ich schon ehrlich gesagt immer ein bisschen verdächtig. Naja, ich kann es dir auch sagen, weil ich ein Dörfler bin. Aber du bist am Anfang eigentlich immer so, dass du mehr diskutierst in anderen Runden. Ja, und jetzt habe ich ja gemacht. Und was habe ich gemacht? Scheiße gebaut. Ja, machen wir alle mal. Ich will ungern meinen Bürgermeister. Sonst weiß ich, vielleicht du oder du, aber der Bürgermeister. Opferst du also was ich schon auffällig fand, das erste, was du gebaut hast mit dem Politiker Gemeindegeld, ist ein neuer Wolfsplatz.
Ein neuen Wolfsplatz? Ja, um die zu hängen. Um die zu hängen. Ach so. Das hängt ja gerade ein Wolf. Nein, okay, ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Ja. Ich glaube, wir machen wieder unser schönes Abstimmungs-Dings. Ich weiß nicht, ob. Also ich, wir würden es noch einmal durchgehen. Hast du gerade gesagt, du bist für mich? Was? Sie hat das gesagt. Ach, guck. Was? Ich bleib bei ihr. Wir fangen diesmal hier an. Wer ist denn für Miriam? Ist eine Person. Ernst? Wer ist für Mara? Ja, ich auch, aber geht nicht. Ich hab nichts und da du mich beschuldigt hast. Marika? Ach, das für dich. Miriam gewesen. Hm? Mensch. Katjana? Nein. Eine Person? War das? Ja. Ja, das ist. Dann einmal. Ihr seid wahnsinnig. Das ist gut, das Spiel. Gutes Gesicht, Mann. Josie? Dann bleib ich so. Verdächtig. Oh, eine. Ich bleib einfach dabei, weil ich im Moment nichts hab sonst. Hast du dich gemeldet? Ja. Okay, einmal für Marco. Zwei nur, okay, und einmal für Nils. Zwei. Auch zwei. Wurde nicht schon für mich gestimmt. Oh Gott. Jetzt darf Marco wieder entscheiden. Und dann darf der Bürgermeister entscheiden, wer rausfliegt. Nur so. Jetzt, es tut mir so leid. Ey, ganz was? So. Das ist, warum darf der Wolf sein? Ja. Nils, es tut mir so leid. Der Wolf bist, dann würdest du jetzt ja mich wählen, oder? Ja. Ich bin ja kein Wolf, deswegen. Nils. Ich habe eh für dich nicht gestimmt, aber ich muss dich jetzt töten. Ja gut. Das Volk verlangt es. Ich bin ein Politiker. Okay. Bin ich jetzt wohl tot? Ja. Da kommt schon Gevatter. Ich komme. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Das war sehr fällt lichte euch. Sicht. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was Nils war. Dorfbewohner. Oh nee. Was ist? Jetzt ist es Wolf. Er war ein Wolf. Er war ein Wolf. Sehr gut. Okay. Ich möchte aber nicht sagen, dass das Ding. Aber das wusstest du auch schon, oder? Nein, das wusste ich nicht. Taktisch wäre es gar nicht. Du hast so auf mich gehört, wie immer. Ja. Gut. Gute Entscheidung. Warte mal kurz. Nein. Ach so, das Dorf schläft ein. Ja. Gut, Katjana. Gut. Und als erstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Die Werwölfe einigen sich auf ein Opfer. Die Werwölfe haben sich geeinigt und sie schlafen wieder ein. Als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe hat natürlich schon einen gerettet. Aber die Hexe kann noch jemanden töten. Möchte die Hexe jemanden töten? Die Hexe hat sich entschieden und schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht der Seher. Die Hexe darf sich eine Person aussuchen. Und die Hexe schläft wieder ein. Ich meine auch den Seher die ganze Zeit, ne? Aber die Hexe schläft ja schön weiter. Gut. Und das ganze Dorf erwacht. Und der Werwolf geht herum. Verdammt. Rekon? Ich Rekon. Ich kann bleiben. Kann die Rekon hier noch bleiben? Ja, kann die Rekon noch die Nacht verbringen mit uns? Naja, für den Bauch. Okay. Sie sehen sich ähnlich. Ja, warte. Setz dich mal hier. Etwas von Rekon. Okay. Also. Okay. Ich vermisse die Wärme. Wenn er möchte. Und der Werwolf kommt nochmal wieder. Der Werwolf kommt nochmal wieder? Ja, der Henker-Werwolf kommt nochmal. Henker-Wolf. Der Henker-Wolf kommt auch nochmal. Hätte ich gewusst, in welcher ganz schnell wird der Henkerwolf sich umziehen. Ganz schnell. Und es ist vielleicht noch was passiert. Das habe ich schon angekündigt, ne? Ja. Mhm. Kannst du auch gleich sagen, wer? Oder? Nee. Wir warten das ab, oder? Suspense. Oder sollen wir es einfach? Nee. Das ist und der Henker kommt mal her und ich zeige dann auf die Person. Sollen wir die Augen zumachen? Nein. Was? Aha. Okay, jetzt. So, okay. Es dünnt sich langsam aus. Und wir gucken erstmal. Ich bin nicht so erschrocken. Wer ist denn gerade rausgeflogen genau, schon? Mara. Was war denn Mara? Weiß,
Lieb. Mensch. Ein Mensch. Und? Wer saß denn hier gerade noch? Josie. Was war denn Josie? Auch ein Mensch. Auch ein Mensch. Oh no. Gibt's, hab ich dann überhaupt eine Chance zu gewinnen? Ja, wir haben Chancen zu gewinnen, Miriam. Ach, jetzt plötzlich oder was? Ich glaube dir, weil du halt hast okay. auch Nils beschuldigt die und Nils war auch ein also. Wolf. Und ich glaube, würde als Bürgermeister nicht einen Wolf töten. Ich glaube es kaum, aber ich gehe auf Donnys frisches Augenprinzip. Und lach nicht. Und der Moritz hatte gerade auch sehr frische Augen. Darum glaube ich, dass er als letzter wach war. Und darum glaube ich, dass du der Seher bist. Und darum glaube ich, bist du mein einziger Freund in dieser Runde. Und alle hier sind des Teufels. Ich dachte, Miriam, ich nehme meine Entschuldigung gegenüber dir zurück aus der letzten Runde. Und korrigiere mich. Und ich glaube, dass du ein Freund bist, den ich hier so dringend in dieser Runde brauche. Und ich glaube, wir können starke Verbündete werden. Und dieses glaubt ihr nicht im du Gericht? Du kannst ja. mir glauben. Du hast zwei Miriam, Bürger getötet Miriam, und mich glaub mir. Glaub mir und glaub an dein Augenprinzip. Glaub mir auch. Die glaube ich nicht. Na, dir glaube ich nicht. Die habe ich noch nie geglaubt. Ich weiß, natürlich. Du hast mich. Aber wenn ich der Wolf wäre, würde ich dich nicht umbringen? Was? Hä? Das nach ist absolut ich glaube immer noch, dass du. Ich glaube auch, dass du es bist. Schon die ganze Zeit. Ja, ich glaube, ihr beide seid es. Darum. Nein. Na, du bist mein Kumpel. Glaub mir, Miriam, ich würde sie sofort umbringen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich du hast aber gerade eben wolltest du sie ja, umbringen. Ja, aber ich habe mich korrigiert, weil sie auch gegen Nils also, gestimmt ganz hat. Kurz, und das müssen mal, wir die, danach die jetzt erste diskutieren. Person, die erste Person wurde vom Wolf umgebracht. Ja, okay, Donny. Die zweite Person wurde von der Hexe oder von dir umgebracht? Von mir nicht. Also, du meinst, von der Hexe. Runde? Ja, von Hexe und Wolf. Also das einmal, erste war Wolf, das zweite war Hexe. Ja. Also Hexe hat Josie umgebracht. Das heißt, es gibt das heißt, Hexe und dann den Seher noch. Also oder Hexe, sei denn, der Seher kann auch schon tot. Weg sein, ja. aber ha. Vielleicht ist er ja auch noch in der Runde. Vielleicht ist er. Ja, also meine ist Prognose ist, ja? ich weiß nicht. Was glaubst du denn? Ich versuche gerade zu gucken, ob wir... ob das sinnvoll ist, wenn wir uns drei verbünden und einfach die zwei rauswählen und das dann am schnellsten weil ihr, geht. Oh okay, weil ihr dann immer noch gewonnen hättet. Wie, welche drei? Sind denn nur noch zwei? Also wenn ihr euch zwei beide Wölfe. Sicher seid, dass zwei ihr Wölfe. Keine seid und du sicher bist bei mir, dann vertraue ich euch. Ich bin bei Miriam sehr sicher. Ich habe ja? jetzt ein sehr gutes Gefühl bei Miriam. Wenn du ein Mensch bist, dann guckst du nicht so. Und ich weiß, dass du ein Mensch bist. Also du wirkst mir am menschlichsten hier. Aber warum? Auf einmal? Also das ist ja, weil sie hat gerade gegen Nils gestimmt. Würdest du mich zum Bürgermeister machen? Ich würde dich sofort zum Bürgermeister machen. Ah, nein. Gut. Sofort. Ohne mit der Wimper zu zucken. Sie werde ich sofort töten. Ohne mit der Wimper zu zucken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, du opferst dich. Ich glaube immer noch, dass du ein Wolf bist, aber ich hätte gerne diese Was ist denn mit Marika? Ja, die kannst du. Ach, das kannst Marika du sagt die ganze Zeit nichts und wählt hier lustig Leute raus. Und trinkt ihr Wässerchen. Und sie geht immer ja. auf Josie. Josie war ein Mensch. Ja. Aber wir haben eine Hexe, die einen Fehler begangen hat. Also die nichts wusste, die halt nur geschätzt und dann Josie gekickt hat. Vielleicht hat sie sich auch geirrt. Aber nein, ich bleibe also bleib bei dir. Ich glaube, nein. Du bist die Hexe. Ich glaube, du bist ein Wolf und ich weiß nicht, du. Nein. Mensch. Du. Mensch. Sorry, du bist, du Wolf. Dann glaube ich, du. Du bist ein Wolf. Du bist so ein Wolf. Du bist. Du bist. Ich glaube. Nein! Das, also ihr beide seid relativ neu. Das heißt, die Hexe, die in der ersten Runde jemanden gekillt hat, es sei denn, es ist Flo Harten. Also nee, die hat doch gerade jemanden getötet. Ja, ja. Die hat gerade jemanden ja, getötet. Nicht in der ersten Runde. Ja. Was gibt uns das für. Es gibt gar keinen. Es gab, also, die Hexe hat sich verschätzt. Also die Hexe ja. weiß jetzt, okay, fuck. Ich habe jemanden getötet. Ich bin ein Mensch normal, auf dem Gewissen. Das Einzige, was halt natürlich noch ja, jetzt für uns spricht, ist halt, okay, wir haben noch eine Hexe und. Entweder vielleicht noch den Seher und. Das Ding ist, ja. du kannst jetzt einfach nicht mehr gegen mich sein, weil es halt nur noch zwei Dörfler gibt. Darum hast du versucht, jetzt der andere Dörfler zu sein, um dich mit mir gegen alle anderen zu verbünden. Nicht versuchen. Vielleicht. Das. Und das kommt so willkürlich. Ja. Nein, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin Bürgermeister und ich habe jetzt gerade einen Wolf getötet. Also. Könnte der andere Nicht-Wolf sich einmal irgendwie. Outen? Danke. So. Also Wolf, sorry. Du bist ein Wolf. Also. Nee, ich bin kein. Warum sagst das du das? Sollen wir einfach wählen? Ich hätte dich nicht. Aber ich habe doch noch niemanden. Also ja, ich habe ganz sicher so. Jemanden. Miri, ich vertraue dir alles an. Mein Amt, meine Kleidung, alles. Das hat mir auch bleib, was gesagt. Ja, ich weiß. Aber bleib doch mal auf meiner Seite, Miriam. Einmal, du wirst belohnt werden, reich belohnt werden. Wenn Wer du, glaubst du denn von den beiden ist es? Ganz klar ja. Katjana. Und wenn wir jetzt Katjana rausboten, dann ist es ja immer noch 2 gegen 2. Wenn du ein Wolf wer ist denn für dich Nummer 2? Für mich ist jetzt gar erstmal nee, nur... Wer ist denn Nummer 2? Wer ist denn Nummer 2? Wie geht deine Theorie weiter? Mula, weil du schätzt mal Nummer 2. Nummer 2 weiß ich wirklich nicht. Das könnte halt Moritz sein oder Marika. Ich weiß, dass du es eben nicht bist. Also ich bin mir sehr sicher, dass du es nicht bist. Aber am ehesten ist es für mich gerade Katjana. Und wenn wir Katjana töten und sie ist ein Wolf,
Dann können wir einfach Marco töten, dann kriege ich diese Mütze, dann ist mich ist natürlich, lass ihn mal einfach mal wählen. Wenn Marco dann natürlich kein Wolf ist, wisst ihr Bescheid. Ja, dann habe ich verloren und bin tot. Genau. Richtig. Aber ich bin als Bürgermeister gestorben. Das stimmt. Ja, das bringt dir aber nichts. Lass uns jetzt als Argument gerecht entscheiden. Gut. Marika ist es. Dann fangen wir an bei Miriam. Wer ist denn für Miriam? Niemand. Marika? Eine Person? Tatjana? Leute. Warte mal. Warte, ich bin nicht für Tatjana. Miriam. Ja, toll, dann ist das. Moritz? Eine Person. Und Marco? Auch eine Person. Und du? Ja, zwei. Nee, geht nicht. Ja. Ich bin auch. Wow. Alles klar. Yes. Okay. Und ich bin. Shit. Echt? Wehe. Ich bin echt. Ich bin echt. Wenn du echt bist, gut, dann habe ich jetzt verloren, aber als Bürgermeister. Guck mal, was war denn Marco? Ich bin tot. Ja. Hey! Team? Wir können es jetzt noch zu Ende spielen. Nicht. Okay, wir machen es mal. Komm, die Werwölfe schlafen, also das ganze Dorf schläft ein. Das Dorf schläft ein. Okay. Das Dorf schläft ein, komplett. Und die Werwölfe wachen auf. Fressen sich gegenseitig. Alles klar. Die Werwölfe schlafen ein. Der Seher wacht einmal auf. Der Seher sucht sich jemanden aus. Alles klar, schläft wieder ein. Die Hexe wacht einmal auf. Hexe kann nichts mehr machen, steht wieder ein. Und das ganze Dorf wacht auf. Ich auch. Komm, wir machen es ganz schnell jetzt hier. Raus damit. Raus mit ihr. So, wen wollt ihr voten? Ich würde sagen, ich nehme Marika. Ja. Marika. Und damit ist das Spiel vorbei. Wir werden dann gewonnen. Just. Wer war denn Hexe? Wer war denn bitte Hexe? Und wer hat denn diesen fatalen Fehler gemacht? Warum die Marika? Marika war die Hexe, ja. Marika hat am Anfang Marco gerettet und wusste natürlich, dass Marco lieb ist die ganze Zeit. Ich habe ein richtig gutes Gefühl bei Marco. Ich habe auch gedacht, alle, ich war als allererster. Kein anderer hätte das geglaubt, dass ich zwei Runden vorher töten wollte. Aber warum glaube ich dir denn jetzt, das war ja kurz, guck mal, das war ja kurz vor Ende. Und warum sollte ich kurz vor Ende nochmal sagen, ich glaube einem Menschen. Ich möchte mal ganz kurz sagen, die Werwölfe haben fantastisch gespielt. Wir müssen ganz kurz noch diskutieren. Will noch jemand was sagen? In der Runde, bevor wir in die Werbung gehen. Ja, Werwölfe waren überragend, wie immer. Ihr votet in der Zwischenzeit mal den Bürgermeister in der Werbung. Wir blenden das mal ganz kurz ein. Wie das funktioniert, wer hat am besten gespielt und der ist in der nächsten Runde der Bürgermeister. Hier jetzt das Voting. Und ich, Katjana. Ich hab meine Karte. Gleich kommt es. Ja, das finden wir während der Werbung. Da. Ja. Voten wir es jetzt schon oder nach vielleicht der Auflösung? Wir wollen nach der Werbung machen das alles. Aber wir wollen es zumindest immer einmal einblenden, damit die Leute in der Werbung voten können. Aber ich glaube, wir haben noch ein paar Probleme mit dem Voting. Deswegen gehen wir einfach jetzt in die Werbung und sehen uns gleich wieder. Das wurde jetzt geklappt, obwohl ihr nicht eingeblendet bekommen habt. Das fand ich, was ist denn mit dem Stock los? fand ich und der beste Spieler und damit der neue Bürgermeister war tatsächlich Marco. Toll. Und wie immer. Auf Platz 2 Slow Clap. Ganz knapp dahinter Rikon. Das war fast noch ein Wolf. Nicht sehr gut. So, die neuen Karten werden verteilt, aber bevor ich das mache, wird ein neuer Charakter eingeführt. Oh. Und zwar ist es der Jäger. Und was der kann, das sehen wir jetzt. Runde 2. In dieser Runde wird ein Dorfbewohner durch den Jäger ersetzt. Der Jäger kann kurz vor seinem Tod noch einmal auf eine Person zeigen, die er mit ins Jenseits nimmt. Er muss aber nicht. Muss er das oder muss er das nicht? Er muss nicht. Er muss nicht, aber er kann. Hat in der Geschichte schon mal der Jäger darauf verzichtet?
Nein. Vielleicht bei Bille auch. Also, man töten kann töten. Ja. Okay, ich verteile die Karten. Einmal bitte aufpassen, dass niemand in eure Karte guckt. Wir gucken nach oben. Einmal hier. Rico nicht. Da, die nächste. Hier. Nee, warte mal, das ist deine? Oh, okay, danke. Okay, und jetzt geht's weiter. Einmal hier weitergeben. Weitergeben? Ja. Die lasse ich in meinem Täschchen drin diesmal. Einmal weitergeben. Die erste Intuition habe ich immer. Und hier ist deine Karte. So, die Charaktere kriegen jetzt ihre Karte. Weiß jeder, was er ist? Ja. Dann würde ich sagen, starten wir in die nächste Runde. Nicht verlieren, ne? Nein, aber man muss sie halt irgendwie hinmachen. Gut. Gerade als Wolf. Leg die doch einfach hier auf den Boden. Dann wird die wieder so. Okay, egal. Gut. Das ganze Dorf Bohnenhausen schläft ein. Es ist Nacht. Und alle schlummern in ihren kleinen Häuschen. Aber nicht die Werwölfe. Sie öffnen die Augen und machen ihre Runde. Sea hat sich entschieden, weiß Bescheid und das ganze Dorf wacht auf. Ich muss die ganze Zeit an Donny denken, der mich gewusst hat. Ich auch erst. Hashtag frische Augen. Ich muss an Markus' Theorie denken, wer zuerst was sagt. No. Oh. Oh. Oh nein! Rico bleibt! Rico bleibt! Nein, er fällt rein! Aber war Mara und Rikon. Waren Mara und Rikon gut oder vielleicht böse? Wir waren natürlich gut. Stimmt, das hätte ja auch noch. Hätte sein können, dass sie böse ist. Hexe aber rettet, wir gucken mal! Hexe rettet? Nein, natürlich nicht. Ja. Direkt geschwächt. Ja. Zwei Personen. Wieso zwei? Nee, der Hund. Achso. Na, Hund. Ist das eine Person? Der Hund ist auch mitgegangen. Gut. Da liegt eine Karte übrigens auf mir. Er ist nicht meine. Okay, auf jeden Fall. Ey, das ist so doof. Das hättest du doch. Das hättest du doch. Wenn du da wärst. Oh mein Gott. Wenn du da wärst. Dann hättest du jetzt gesagt, oh, das ist mein Gott. Meines! Tut mir leid. Nee, ich bin Wolf. Kannst du schon gehen jetzt? Okay, das war so gut. Weil ich hab sie ja extra vorher. Ich mach sie in mein Täschchen rein. Ich hätte das so perfekt nehmen können. Aber ist eigentlich egal, weil ich eh der Flapp bin, von daher. Okay, alles klar. Gut. Deine Augen sind abstimmen. Ja, ich hab sehr frische Augen. Frische Augen. Aber ganz ehrlich, hättet ihr das Gleiche gedacht sofort? Richtig. Das ist gar nicht so einfach, sofort zu reagieren, so im Sinne von, ja, ich meine, ich bin da klar. Nein, aber dass du auch so schnell weißt, nee, das ist nicht meine, wenn du runterguckst und es siehst. Ja, das war einfach nur... Eine Sekunde denken sollen, ja, vielleicht, weil du ja Dörfler bist, so, ah, vielleicht ist es mein. Nee, bei dir steht was anderes. Also man kann... Man kann nicht so gut sein, er kann ja noch Seher sein, oder Hexe. Aber ganz ehrlich, über jemand anderen reden, ganz ehrlich, Dani, so wie du reagiert hast gerade. Ich wollte diese Runde mal ruhig sein. Okay, ich bin bereit zu voten. Ich bin auch bereit zu voten. Aber wieso ist das zu einfach? Wollen wir nicht noch ein bisschen einmal Donny erklären lassen? Er könnte immer noch eine Hexe sein. Nein, das Ding ist halt, ich fand das natürlich jetzt auch einfach witzig. Das ist witzig. Ich finde das witzig, weil einfach so ein bisschen typisch ist für mich, dass ich da jetzt nicht irgendwie taktisch drauf reagiert habe, um zu sagen, erst meine Karte so. Haha, haben wir alle gelacht, sehr geil. Ich bin Dörfler. Ich weiß, es ist wieder das Gleiche. Es ist genau das Gleiche. Ich bin wieder Dörfler. Wieder ist irgendwie der Fokus auf mich, obwohl ich eigentlich wirklich die Fresse halten wollte, wenigstens für zwei Runden. Und ich finde eine Sache, und jetzt wird Nils sagen, ja, es ist Ablenkungsmanöver, weil von dem, ist doch eh klar, jetzt denken alle, ich hab's verkackt. Aber ich fand sehr, sehr offensiv, dass Katjana wirklich dreimal jetzt immer wieder so, oh, jetzt ist ja einfach, ist doch klar. Nein, nein, ich meine, das ist und so einfach, dir jetzt einfach dich rauszuwählen. Aber es ist einfach. Aber wenn ich, warum soll man mich jetzt als Dörfler rauswählen? Ja. So. Okay, stopp. Wir können es doch eigentlich relativ einfach machen. Wir werden kein besseres Argument bekommen in dieser Runde als warum das. Warum denn? Wenn wir als Dorfgemeinschaft random diesen Hinweis entgehen lassen, sind wir einfach alle sehr dumm. Leider. Und wenn das am Ende... Was sollen wir machen? Ich
setze gerne meinen Ruf dafür aufs Spiel. Ja. Also, ganz ehrlich, wo in der Logik sind frische Augen? Wenn du kein Wolf bist, dürft ihr mich gern zerfleischen. Ja, ich bin kein Wolf, aber ey, dann aber wirklich aus der. Ich weiß, dass ich kein Wolf bin und er sagt sowas und er glaubt das. Dann bin ich halt gefistet, dann könnt ihr mich, dann müsst ihr mich ja töten. Aber ey, kann man das dann sagen, dass er dann wirklich, wenn er das wette, wenn du jetzt wettest, dass ich auf jeden Fall, also wenn jetzt rauskommt, ihr wählt mich raus und ich bin ein Dörfler. Ja. Dann gehst du freiwillig raus. Jetzt könnte die Hexe, natürlich auch machen. Dann gehe ich nicht mehr in die Verteidigungshaltung, dann überlasse ich mich dem Urteil der Dorfgemeinschaft. Wenn die mich vernichten, dann ist es halt so. Ja. Aber ja, was alles, was ich sage, ist, ich werde nie wieder in der Geschichte von Werwolf eine bessere Vorlage bekommen als das. Und wenn ich aber erklär mir mal, warum. Wenn ich die nicht... Donny, weil, also eins, ich kann es dir nochmal erklären, für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Da ist die Dörfler-Karte. Ich kann sie gerne nochmal zeigen. Die Lackierung. Wenn du Dörfler wärst, hättest du gedacht, oh, das könnte ja meine sein. Genau. Sie ist rausgefallen. Ja, aber ich bin halt einfach nicht schnell und schlau genug, das zu machen. Nein, du bist nicht schlau genug, um das auszunutzen. Ja, genau. Ja, aber das Ding ist, wenn ich doch ein Wolf wäre, hätte ich da vielleicht eher drauf reagiert, weil das wäre ja meine Chance. Da ich aber Dörfler bin, war es mir einfach egal. Nein, das ist nicht mal. Wenn du Dörfler gewesen wärst, dann hättest du scheiße, ich habe mich verraten. Aber das war ja so ehrlich. Nein, weil ich wusste, dass ich sie reingesteckt habe und sogar noch geguckt habe, bevor ich das gesagt habe. Aber Dani, das war so ehrlich, wie du reagiert hast. Du hast sofort die Karte gesehen und sagt, das ist nicht meine. Dann lass es doch einfach voten. Das stimmt leider, sag ich nicht. Aber die sind so klar Wölfe, die machen das mega hier. Das ist ihr abgekartetes Spiel. Ich mich auf den Rücken und ihr könnt mich dann bitte. Ich werde hier rausgemobbt, nur weil eine Karte liegen bleibt und ich einfach ehrlich bin und sage, es war nicht meine. Das ist jetzt das Ding, warum ich ein Wolf bin. Ich vote jetzt. Ich habe keine Lust. Okay, wir machen das mit Fingerzeig diesmal, weil es hat eben nicht so gut geklappt. Wurden. Jetzt hier macht sein Pokerblick. Bei drei, bitte auf den Weg nicht hier beeinflussen, bitte. Oh, hey, ihr werdet alle eins, gleich. Ja, zwei, drei. Zeigt ihr alle, wer zeigt gar nicht auf Donny, oder? Ich sehe das nicht. Zeigt ihr alle auf Donny, oder was? Alles klar. Ihr seid einfach echt Idioten. Ja, naja, das Donny, es tut mir leid. Sorry. Warum musst du das nur lustig? Aber es ist nicht lustig für mich. Aber ja. Gut. Oh, tut mir leid, Mann. Ich hoffe, er wird neugierig hier. Scheiße, geh mal hier rum raus jetzt hier. Scheiße hier. Oh, wenn er jetzt ein Wolf ist. Gut. Das ist so hoffentlich der Wolf. Oh, ist das spannend. Dann gucken wir doch mal, was Donny war. Nein. Ich musste gar nichts annehmen. Ich bin einfach ehrlich und bin ein guter Mitbürger gewesen. Ein ganz cooler Mensch. War nicht meine ganz ehrlich, Donny, ohne Scheiß. Du bist zwar rausgeflogen, aber du hast eine Menge gewonnen. Du hast eine Menge gewonnen. Okay. Gut. Ich kann mich nicht mehr verteidigen. Ich habe euch auf ihn gehetzt. Ich könnte nicht da rein. Ich finde es aber nach wie vor richtig und lustig. Aber gut. Das ganze Dorf schläft ein. Entschuldigung. Und Donny hört hier mit. Und die Werwölfe erwachen und haben Hunger. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus und haben es gefunden und haben sich geeinigt und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht der Seher diesmal. Und der Seher, der zeigt mal auf eine Person, die er gerne wissen möchte. Das ganze Dorf wacht wieder auf. Und Sebastian muss die Antwort geben. Oh, schade, dass der nicht hier ist. Oh, das wäre das Geilste. Sebastian, aber. Okay. Und? Ja! Okay, Donny hat beim Nerdquiz irgendwo auf den Knopf gedrückt. Oder was? Ja, Donny hat auf den Knopf gedrückt. Okay. Und es ist natürlich vielleicht auch was passiert am heutigen Abend. Wir gucken mal. Es ist kein Werwolf oder was? Ja, okay. Oh! Und Katjana wird abgeholt. Abgeholt. Vom Werwolf. Abgeholt. Vom Werwolf. Und dann gucken wir doch mal. War Katjana gut oder böse? Aha. Sie war ein Wolf.
Das ist ja geil. Okay. Gut gemacht. Was? Also, und jetzt kommen die Diskussionen. Der, okay, die Hexe hat die richtige Person gerettet und die böse. Aber die Hexe kann ja gar nichts gewusst haben. Das war einfach random. Das war einfach random. Oder das. Gesagt, okay, ich aber trotzdem war die Beschuldigung sterben. Random. Vielleicht eine Hexe mit extrem guter Menschenkenntnis. Ey, mal kurz eine Regel fragen. Darf die Hexe sich selber retten? Ja. Ja. Ach so. Ja? Okay. Moment. Ärgerlich, ne? Ja, das war gerade sagen. Ja, mega ärgerlich. Ja. Ey, ich hab's euch gesagt. Ich hab nichts mehr zu melden. Ich hab's einmal verkackt. Also, ich glaube nicht, dass Nils es ist. Ich kann es mir vorstellen. Mir nicht ja, vorstellen kann ich mir bei Nils auch immer. Aber ich glaube es ehrlich gesagt. Warum nicht? Nee, dafür war er gerade eben zu glücklich. Also weil es einfach so lustig war. Naja, aber gut, das war bei Dorni. Da werden auch die Wölfe sehr glücklich. Ja. Und jetzt gerade bei Katjana, da haben wir einen Wolf weniger. Ja, der hat sich aber genauso gefreut. Wie also ganz kurz, Katjana war übrigens die Einzige, die nicht auf Donny gezeigt hat. Wolf, echt? Ja. Oh. Hat sie nicht? Also insofern, was? Ja, insofern. Alle haben auf Donny gezeigt. Moment, aber das würde sie, wenn sie ein Wolf wäre, wäre es doch sie. Ich habe sie ja sogar noch gefragt, auf wen zeigst du? Und sie hatte so gesagt, vielleicht Donny. Und dann hat sie gemerkt, alle zeigen auf Donny. Ja, okay, Donny. Okay. Aber es war so ein bisschen widerwillig. Also, Na gut, aber Donny war ja ein Dorfler. Donny war ein Dorfler. Ja. Und Katjana ist raus. Also ja. Und Katjana ist ein Wolf. Also wollen die einen von uns dreien töten oder wie eigentlich? Ja, aber das heißt, die Hexe, warte mal, ganz kurz, also die Hexe muss ja Katjana getötet haben. Interessant. Das ist interessant. Die Hexe hat Katjana getötet, denke ich auch, weil die Wölfe wählen ja nicht zwei gegen einen aus. Aber das war ja ein ziemlich guter Move, ehrlich gesagt. Also wenn die Hexe erstmal, also entweder sich selbst oder jemand anderen rettet und dann noch einen fucking Wolf rausnimmt, wer auch immer die Hexe ist. Ja. Ja, bravo. Echt gute Hexe. Die Frage ist, ich in der Vorrunde Hexe war. Ja. Die Frage ist, es sind ja trotzdem noch zwei Wölfe übrig. Ja, das ist richtig. Die, wenn die Hexe sich selbst gerettet hat, dann wurde sie ja von den Wölfen ausgewählt. Ja. Ja. Das heißt, und dann wissen auf jeden Fall die Wölfe, also in der nächsten Runde werden sie auf jeden Fall ziemlich sicher auf die Hexe gehen. Ja. Warum? Warum? Naja, aber wohl. Naja, gut, die Hexe ist jetzt im Prinzip nicht mehr brauchbar. Aber sie wissen, auf jeden Fall wissen die Wölfe auch, wer die Hexe ist. Ja. Sehr logisch. Ah, okay, ja. Sehr gut, aber. Aber oder? Es, es kann auch sein, dass der Herz die Hexe einfach gesehen hat. Okay, das ist natürlich eine Information, die nicht mehr wichtig ist. Der ist wichtig für die Runde, den rette ich und töte jetzt die Person, die ich verdacht habe. Aber wer könnte denn beim Chat wirklich gut ankommen und sehr beliebt sein, auch in diesem Spiel, auch vielleicht mal eine Bürgermeisterwahl oder so gewinnen. Hm. Wer trägt das Format? Ich will noch mal kurz, noch mal darauf zurückkommen, was du gesagt hast. Katjana war am Schrank. Also sie hat nicht sofort Donny gezeigt. Das heißt, sie hat auf andere Dörfler auf jeden Fall gezeigt, weil sie ein Wolf war. Weißt du noch, auf wen sie noch so gezeigt hat? Irgendwo hier in die Richtung. Also hier in die Richtung. Ja, also Katjana hat nicht auf Donny gezeigt, aber Donny, ja, aber dann sie hätte ja ohne weiteres auf Donny zeigen können, weil er ja gar kein Wolf war. Mhm. Ja. Also ich glaube, ich sag's mal als Spielleiter, ich glaube, Katjana hat sogar gar nicht gezeigt, die hat, glaube ich, einfach gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob die es nicht gecheckt hat oder... Na gut, aber ob jetzt unsicher oder gar nicht, es macht ja keinen Unterschied. Darf ich aber er hat doch nachgefragt. Ja, ja, aber Was? Es ist ein bisschen assi. Ja. Aber ich kann mich auch meines Gefühls nicht erwehren, dass Miri ein Wolf ist. Ja, ich glaube auch. Lass mich das bitte begründen, warum das so ist, warum ich das glaube. Ich glaube, das ist folgendermaßen. Als alle auf Donny gegangen sind, hast du Donny quasi noch versucht zu schützen. Nett so. Von mir? Ja, was cool ist von dir. Aber was halt auch, wenn man, ich glaube, dass du sehr gut in diesem Spiel bist. Weil du auch Rollenspiele machst, weil du smart bist. Und weil, das ist, glaube ich, wirklich. So, lass mich kurz Ende kommen. An den Punkt. Dem Konto kommt gleich noch die Und du hast gesehen, die Stimmung ist massiv gegen Donny. Und hast in dem Moment das Smarteste, was man als Wolf machen kann, ist sich für einen Unschuldigen einsetzen, weil alle sehen, okay, die hat sich für den Unschuldigen eingesetzt, die kann kein Wolf sein. So, du hast dich für ihn eingesetzt. So, das Zweite ist... Das, was Katjana im Prinzip dann auch gemacht hat, indem sie nicht auf Donny gezeigt hat. Und ich habe gesehen, auch beim Abstimmen, weil ich sitze dir leider gegenüber, ich habe gesehen, beim Abstimmen, alle haben auf Donny gezeigt und du hast dann, als du gesehen hast, okay, es ist definitiv die Mehrheit, auch auf ihn gezeigt. Das war ich nicht, das war Marika, aber ich mag dich. Ja, war das so? Okay, und du hast gerade mich verteidigt. Und ich stehe, also ich habe ja, ich habe mich ja ziemlich verdächtig gemacht, ehrlich gesagt. Und du hast gerade auf mich, du hast mich verteidigt gerade. Ich habe eigentlich mich verteidigt, weil nee, aber du hast wirklich, und ich, das, auf, so sehr ich mich darüber freue, dass du mich verteidigt hast, frage ich mich auch, warum hast du mich verteidigt? Weißt du? Warum hast du mich verteidigt? Weil ihr beide Wölfe seid? Ja, okay. Dann schaufel ich uns beiden gerade ein Grab, weil entweder.
das ist halt mega dumm. Okay, es klappt. Ja, es klappt. Also, oder? Ich finde, das alles, was du sagst, ja. stimmt. Ja. Ja. Die Frage ist, wer ist noch Komplize? Das weiß ich noch nicht. Da gibt's halt, ist halt sehr auffällig, Josie, dass du noch nicht ein einziges Wort gesagt hast. Ich habe noch die ganze Zeit kein einziges Wort gesagt. Ja, du hast schon zumindest geatmet. Du hast jetzt noch nicht mal, das ist das erste Mal, dass du dich überhaupt regst. Das ist schon, stimmt. Du willst, dass das alles an dir hier spurlos vorbeigeht. Und ihr sitzt genau so, dass ihr, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde auch, Menschen, die gar nichts sagen, die hoffen, dass es an ihnen vorbeigeht. Und ich finde, Miri hat immer auch Suspekt. Ihren Spiel. Aber wobei Marika auch noch nicht viel gesagt ja, hat. Ich hab, ja, also. Warum hast du eigentlich gerade mir zugestimmt? Das hast du nur, das machst du nie. Wenn du recht hast, das ist vielleicht nicht daran. In der Welt darf man nicht nett sein. Wieso hast du mir zugestimmt? Das drecken wir. Okay. Okay. Ja. Nee, mach dir mal Gedanken. Weil ich finde Miri auch eine gute Wahl, weil sie hat ihren Spielstil irgendwie verändert. Sie ist ruhiger geworden. Eben hat sie viel mehr geredet und jetzt lässt sie die Leute reden. Doch, und voller will vielleicht nicht so auffallen. Meint ihr, seid bereit für ein Vote oder was? Nö. Okay, also wenn Miri der Wolf ist. Mhm. Wenn die Miri nicht der Wolf ist, hast du schon zwei. Ja, wie zwei auf dem Wissen. Ja, dann ist das wäre natürlich echt ein Geniestreich, wenn du wirklich am Ende der Wolf bist und mit so einer perfiden Art es schaffst, die Leute in den Abgrund zu reißen. Ja, aber sowas will ich nicht tun. Mhm. Genau, okay, wir voten mal, oder? Fuck. Okay. Ich mach mal wieder 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1, Finger. Okay, die beiden. Die beiden so wählen mich, das ist so klar. 3 ist auf Miriam. Bitte guckt alle, wer auf wen zeigt und wen nicht verdächtigt haben, okay. Leute. 3 auf Nils, 2 auf mich. Ich zeig auf dich einfach. Achso, du zeigst oh no, auf Marco. Ich zeig nicht auf Nils. Okay, dann zeigst du dann 2 auf, dann ist Miriam tatsächlich. Wenn ich mich von Miri einlullen lasse, ist es so. Okay, wir haben gewonnen. Okay, wir haben ein Voting. Weh, du bist nicht der Wolf, da habe ich mich komplett blamiert. Ja, und ich bin auch der Wolf. Also ja, der Henker kommt schnell. In erster Linie bin ich Bürgermeister. Und schnappt sich Miriam. Ein sehr gefährliches Amt. Ja. Was? Ich sterbe, sie aber stirbt. Ich weiß, sie ist doch da. Okay. Und dann gucken wir doch mal, was Miriam war. Gucken wir mal. Wolf. Ja, okay. Hat er es wieder gut gemacht, dass er den Donny, dass er den Donny verraten hat. So. Gut. Ich sagst, machst gar nicht mehr. Du schläfst jetzt mal ein. Also, ach ja, wir schlafen ein. Hey Leute, ich werde vermutlich jetzt zerfleischt. Ja. Aber ihr seid tolle Kumpels. Ich bin auch auf deiner Seite. Okay, ich sag schon mal tschüss. Ich sag auch nur, ich habe extra gesagt, achtet drauf, wer wen ich beschuldigt habe und wer. Egal, ich muss jetzt schlafen. Ja, es ist zu spät, wir müssen schlafen. Ihr schlaft jetzt erstmal alle ein. Und die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus. Ich spüre so ein Messer in meinem Rücken. Nein, nein. Noch nicht. Und die Werwölfe schlafen wieder ein. Die Hexe bleibt einfach mal schlafen. Gut, die Hexe hat noch ein bisschen was gemacht gerade. Und einmal der Seher. Der wacht nochmal und überlegt sich. Alles klar. Der Seher weiß Bescheid und das ganze Dorf erwacht. Oh, ich bin so, glaube ich. Tschüss. Hey, aber ich fühle mich auch als Gewinner. Ihr macht das jetzt ohne mich, okay? Ja, okay. Ja, wir schaffen das. So, tschüss. Okay. Gut. So. Dann. Okay. Josie, sag doch mal was. Okay, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wer ist denn hier Dörfler? Also ich habe eben gerade nur auf dich gezeigt, weil es für mich, klar, das ganz Gleiche, warum Marika dann auch auf mich gezeigt hat in der vorherigen Runde, weil so, ja, ich bleibe jetzt einfach dabei. Wer mich beschuldigt hat, den beschuldige ich auch. Das was ist denn das für eine Logik? Und ich habe in der ersten Runde genauso wenig gesagt. Und ich habe jetzt eben, also wenig, ich habe genau gleich viel gesagt. Und das ist halt. Ja, wir gucken jetzt mal das allererste Mal hier mit dabei. Mal ganz kurz erstmal. So was Nils eigentlich war. Wohl, interessiert euch das? Ja, ja. Mensch. Ja, aber. Ja. Es kann ja nur. Ja. Es war natürlich ein Mensch. Okay, wir haben noch einen Wolf. Wir haben einen Seher, der jetzt schon 3-4 Mal die Chance hatte, auch zu gucken. Aber zumindest in der letzten Runde. Eine Hexe. Vielleicht, ja. Die
zahnlos ist, weil sie alles gemacht hat. Ja. Ne? Genau, eine zahnlose Hexe, genau. Okay, ich muss kurz nachdenken. Also, sie haben wir auch noch schon ein tot oder sein. Zwei Wörter? Sie könnte auch schon tot sein. Donny hätte ja zum Beispiel auch der Jäger sein können. Könnte ja alles schon raus. Obwohl, stimmt. Nee, Seher, hätten wir das, würde das angezeigt werden, wenn der Seher rauskommt? Nein. Nee, das könnte auch schon raus sein. Das ist ja das aber haben wir noch einen Wolf nur noch? Ein Wolf ist nur noch. Katjana war einer. Katjana und ach, Miriam war einer. Ah ja, genau. Ja. Okay. Ja, dann bin ich für Josie. Warum? Ja, ja das Gefühl. Ja, sie ist total ruhig und still. Und, aber ich bin noch die ganze Zeit, vorhin in der ersten Runde dachte ich auch, dass Marika ist noch viel ruhiger als ich bin der Meinung, Marco ist der Wolf, weil du gerade Nils raushaben wolltest. Okay. Ich glaube nicht, dass Marco ein Wolf ist. Ich bin aber kein Wolf. Marco ist kein Wolf. Ist zu Ende. Marco ist nämlich auch verdächtig ruhig diese Runde. Nee, aber nee, also ganz ehrlich. Ich glaube, du bist auch gerade der Einzige, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich... Ja, dass du ein guter bist, tatsächlich. Ja. Netter Job auch. Ja, ich bin mir bei euch beiden Mädels nicht sicher, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der und du ein Mensch bist. Also ich sage halt, einer von euch beiden. Ganz ehrlich. Und ich gehe da. Also ich muss mal sagen, das Argument, was Marika gerade gesagt hat, du hast eben auf Nils gezeigt. Ja, versehentlicherweise, ja. Und jetzt ist Nils tot. Ja. Passiert. Also... Ja, aber ich habe halt auch auf... Der Wolf hat ja die Möglichkeit, sag ich mal, sein Ziel zu bekommen. Ja, theoretisch. Auf wen hast du gezeigt? Wann jetzt? Jetzt vor der Runde. Voting. Na gut, das bringt ja nichts. Kannst du jetzt irgendwas sagen, wenn du es nicht mal weißt, dann... Ich weiß es aber echt gerade nicht mehr. Okay, dann lass uns abstimmen. Miriam. Ich bin... Wirklich? Ich weiß nicht. Ich bin für Josie. Safe call. Also ich würde sagen, Josie ist zu ruhig. Was du denn? Ich würde eher dann zu Marco tendieren als zu dir. Guck mal an. Und dann ist halt auf einmal wieder... Ja, auch wegen der Nils-Sache. Ja. Auf einmal ist die Nils, ich sag eher ganz ehrlich, ich bin auf deiner Seite und wir nehmen Josie raus, fertig. Wenn du mich voten willst, do it. Feel free, aber ich bin der Bürgermeister. Wir voten mal. Wir haben genug Sachen gehört, glaube ich. Okay, 3, 2, 1, Finger. 2 gegen 2, Josie ist tot. 2 auf Josie. Ja, Eddie zeigt doch auf. Ich zeig auf Marco. Und ich bin Bürgermeister. Marco, und du zeigst auf? Ich zeig auf Marco. 3 auf Marco. Wieso 3? 3 hier ist noch eins. 3 zeigt auf dich, 2. Ach so, 3 auf Marco. Okay. Und 2 auf Josie. Ja. Und Marco verlässt die Arena und wir gucken noch mal, was Marco war. Shit, das gibt's doch nicht. Dann Josie, wir nehmen das nächste Mal Josie. Nein, es ist safe Marika. Nein, wir nehmen Josie, scheiß drauf. Oh, mag ich sonst Josie, das ist so unfair, weil ihr beide so still seid, die ganze Zeit nichts sagt, keinerlei Hinweise gibt. Ja. Und das Dorf schläft ein. Oh, fuck it, ey. Du hast... Ja, die Werwölfe erwachen ein letztes Mal. Und sie zeigen... Alles klar, die Werwölfe haben sich entschieden. Die Hexe wacht auf. Du sollst eigentlich gar nicht aufwachen. Ich hab's nur gesagt, weil du... oder du... Oh Mann, ey. Aufgewacht bist. Ja. Der Seher wacht noch einmal auf. Möchte der Seher noch was wissen? Der Seher weiß Bescheid. Und das ganze Dorf erwacht. Soll ich kommen? Das? Wer? Was? Ja. Überleg. Oh fuck. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Shit, ey. Okay. Du, ich glaube, dass gerade wegen dem Heckmeck, dass du die Hexe bist eventuell. Also ich bin mir sehr sicher, dass du in meinem Team spielst. Wir gucken uns mal an, was Moritz war, aber das brauchen wir nicht mehr gucken. Der war ein Dörfner natürlich, sonst hätten die Werwölfe schon gewonnen. Also aus dem, weil das, klar. Fuck it. Wie finden wir das jetzt raus? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt hier logisch an die Sache rangehen. Wir sind uns alle einig, dass ich es nicht bin. Ja. Das heißt, einer von euch beiden lügt. Gut, wollen wir mal Statements einfach haben? Was ist denn dein Argument dagegen? Wogegen? Dass du kein Werwolf bist. Also gegen meinen. Achso. Ich bin einfach ein ruhiger Mensch. Ich bin das allererste Mal hier. Marika war schon mal hier. Marika ist sonst auch das nicht so ruhig. Das ist auch nur das zweite Mal. Ja, aber da warst du nicht so ruhig. Wir hören mal eben Josies Argumente an. Okay, da war sie nicht so ruhig. Und sie ist noch ruhiger als in der ersten Runde. Und ich bin zu 100% kein Wolf. Und ich bin mir sicher, dass Etienne keiner ist. Ich bin mir der Meinung, dass du die Hexe bist. Durch das Heckmeck eben.
Und ich glaube wirklich, dass du einer bist. Dein Statement? Zu der Ruhig-Geschichte. Ich bin immer ruhig. Es ist sehr aufregend vor Kameras. Ja, aber okay. Ich auch. Ich hab kein Statement in dem Sinne. Okay, dann keine Ahnung, ich bin, bin immer noch der Meinung, Eddie ist cool. Ja. Irgendwas mit dir stimmt nicht. Gut. Kein Plan. Ede, was sagst du denn? Oh, es ist so lang schwer. Es ist also Joe, ist jetzt klar. Ich werde auf Marika zeigen. Du zeigst Marika wird auf mich zeigen. Zeigt auf dich. Und ich muss quasi entscheiden. Wir können die Runde jetzt du musst gewinnen dich entscheiden. Oder halt nicht. Weil das Problem ist, dass ich vorhin dachte, du bist es und jetzt hast du mich so ein bisschen überzeugt, aber ich lag jetzt auch schon zweimal... Weil ich endlich mal was gesagt habe. Ja, du hast jetzt sie gut belastet, aber ich weiß nicht, das würde der Wolf natürlich auch machen. Ja, das stimmt. Aber was soll ich denn sonst? Weißt du, man argumentiert ja genau gleich. Ja, egal, ob ich weiß, es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie ich es rausfinden soll. Ich wusste es. Es ist ich glaube, stille okay. Wasser sind. Okay, lass uns abstimmen. Es ist, was ein bisschen stimmt, ist, stimmt, du bist immer leise, aber du bist fast noch leiser gewesen als sonst. Aber das ist wirklich auch nur so ein Strohhalm, an den ich mich klammer. Ja. Warum welche hätte ein Interesse von euch beiden, dass Nils rausfliegt und warum? Egal, okay, wir müssen abstimmen, komm. Okay, alles klar. Okay, wollen wir einfach nur, dass Etienne abstimmt oder wollt ihr alle mit abstimmen? Alle mit abstimmen. Nein, okay. Ich glaube, okay. Das wird klar. 3, 2, 1. Oh. Alles klar. Und jetzt geht leider Josie von uns. Und wir gucken, warte mal, Was war denn Josie? Ich hab gerade gedacht, du verkackst mich. Wie war denn jetzt los? Ich dachte, es wissen eh alle, dass Etienne die Hexe ist, nachdem er gesagt hat, die muss eine sehr gute Menschenkenntnis haben. Ach so, okay. Sehr gut. Oh Gott. Gut, ich wollte einmal alle Karten wieder. Hier. Oh, ich glaub, war so vehement die ganze Zeit gegen Josie. Genau, deswegen ja, voll. Hätte man darauf kommen das können. Das war wirklich am Ende wir ganz knappe Kiste. Das war die ganze Zeit die Runde davor. Wir haben Josie gesagt, wir wollen Josie werden. Ich war der Alle der. Anderen können wieder zurückkommen. Wir müssen schon einmal auf den Board gucken. Und ihr könnt jetzt abstimmen, wer hat am besten gespielt. Donnies Karte. Nein. Hat am besten gespielt. Gar nichts gemacht. Einmal alle Karten zurück. Hat jemand noch eine Karte? Hast du noch eine Karte? Eine Karte. Du hast ein smarterer Move wäre, glaube ich, gewesen. Oh. Ich muss, die können wir fast nicht mehr benutzen. Och, da guckt doch keiner. Hallo Maus. Okay, das weiß ich auch nicht mehr. Smarter Move wäre gewesen, Marika zu nehmen. Aber eigentlich hättet ihr auch schon auf Etienne's Hexen-Dings kommen müssen, als du gesagt hast, er muss richtig schlau sein. Eine gute Menschenkenntnis. Da war es eigentlich schon klar. Aber dann wusste ich auch nicht. Ich frage mich mal, wie soll man denn den Leuten. Ja, also Marika genommen. Ohne dass man preist. So, ich muss jetzt mal hier ein bisschen wieder sortieren, kurz. Während ihr voten könnt. Ihr könnt mal diskutieren. Wie ist die Runde für euch gelaufen? Der erste Tod war schon sehr witzig. Ja, Donny, was war da denn los? Warum hast du denn dann auf Nils gezeigt? Das raff ich nicht. Ich wusste es nicht. Ich weiß ja gar nicht. Das war die zweite Runde und ich weiß auch nicht, wer ein Wolf ist und wer nicht. Also deswegen habe ich dann entweder da oder da. Nee, das war doch nachdem Nils Donny rausgeekelt hat. War doch klar, dass Nils nicht der Wolf ist, oder? Also das kannst du ja nicht wissen. Das ist ja genau das Ding. Also ich meine, es war eine 50-50-Entscheidung. Hier wird erstmal ein bisschen weiter diskutiert. Während wir mal ganz kurz in die Werbung gehen und dann geht es hier weiter in Bohnhausen. Nice. In Bohnhausen. Vaped. So, einen Satz noch mal ganz kurz zur letzten Runde. Ja. Donny, ja. Was war da eigentlich da los? Willst du es noch mal erklären aus deiner Sicht oder haben wir das jetzt Themas durch? Ich glaube, das Thema für dich. Aber jetzt hältst du eine Runde länger aus? Ja, auf jeden Fall. Gut. Klar. Das so. Werden wir noch sehen. Was war das denn? Was warst du eigentlich? Ich war Dörfler. Normale Dörfler. Ja. Okay. Schade. Okay. So, wir gucken jetzt erstmal, wer ist denn wohl der neue Bürgermeister? Wer war der beste Spieler der letzten Runde? Marco. Donny. Ja,
Aber yeah. Wer, ganz kurz, stimmt, der Jäger war doch dabei. Wer war denn Jäger? Wer war denn eigentlich der Jäger? Ja. Ich glaube, die Karte war nicht da. Dankeschön. Ach, Dankeschön. Wer war Jäger? So Marika war Jäger. Ach, Marika. Ah, Jäger. Aber das hatte ich irgendwie mehr gar nicht gegangen. Gut, ich... Wenn du jetzt gestorben wärst, dann... Ich misch einmal durch. Eine weitere Karte. Hallo, hallo, hallo. Was denn? Dadurch, dass Marika... Es war ja am Ende die Wahl zwischen Marika und Josie. Und dadurch, dass Marika Jäger... Wenn ich Marika gewählt hätte, hätte sie Josie gekillt. Ja. Dann hättet ihr trotzdem gewonnen. Und dann hätten wir trotzdem gewonnen. Das weiß man ja. Also du hast einfach komplett gewonnen. Ja. Cool. So, aber wir haben natürlich eine neue Runde, die hier eingeführt wird. Und die gucken wir uns einmal an. Runde 3. Amor kommt hinzu. Amor lässt am Anfang des Spiels zwei Liebende vom Spielleiter antippen, die nicht ohne einander überleben. Stirbt einer der beiden, stirbt auch der andere. Ja. So. Habt ihr da verstanden, was Amor macht? Mhm. Amor wird am Anfang des Spiels einmal durchgehen und zwei Leute antippen und ich sag dann, wacht einmal auf. Okay, aber das kann ich auch ein Werwolf und das kann auch ein Jäger Werwolf treffen. Und ein Jäger sein. Die haben dann ein neues Ziel, die wollen dann zusammen gewinnen. Die wollen dann zusammen gewinnen, genau. Ja. Aber die wachen natürlich trotzdem auf, wenn die Wölfe aufwachen. Wenn ein Dörfler und ein Werwolf ist, dann gehören die trotzdem zusammen, weil ihr so krass verliebt seid. Dann können die Wölfe zum Beispiel dich und ihr... Zum Beispiel wenn der Wolfler und ich bin mit dir, bin verliebt in dich, aber ich bin Wolf, dann würde ich sagen, nee, nicht den Ehren. Nicht, genau. So müsst ihr euch aber gut merken. Weiß das nicht, ne? Ja. Ja. Ich weiß ja noch, als ich einmal dich rausgekickt habe, glaube ich. Und dann sind wir beide gestorben aus Versehen. Das war, ein bisschen dumm. Ja, das genau. Oder mit dir? Mit dir war das doch nicht. Das ist dann quasi ein Selbstmord. Ich habe es mit Lars auch mal gemacht. Wo ich, wir verliebt waren und dann wurde ich rausgewählt und ich so, habe ich ihn auch und dann waren wir beide raus. Ach Moment, aber wir wissen doch, dass wir verliebt sind. Genau. Aber ich habe es dann verrafft. Ich habe es auch schon mal verrafft. Ob er ein Wolf ist, oder ob er ein Wolf ist, ist dir ganz egal. Du willst nur noch, dass du deinen Partner genau. Marco und ich. Das kriegen wir alles hin. Ich verteile mal die Karten, einmal weitergeben. Ganz wichtig, einfach immer Dorfbewohner bauen. Konstant, immer durchbauen. Okay. Egal, bauen? Rage of Empires, jeden Freitag. Hier bitte. Abo. Einmal weitergeben bitte. Lass die Glocke da, Freunde. Conchana macht nicht mit beim Weitergeben, nee. Alles klar. Ricky, oh Gott. Und das ist deine Karte. Ich stecke mir jetzt meine Karte in die Weste rein. In die dass Weste? Alle sehen, das ist nicht, kann nicht rausfallen. Da liegt ein Wolf. Da liegt ein Wolf. Oh, ist meine. Genau, ich wollte gerade sagen, ich wüsste jetzt original nicht, was taktisch klug wäre, darauf zu sagen. Es ist nicht meine, weil ich kann ja kein Wolf sein. Einfach einschlafen. Gut. Okay. Und das ganze Dorf schläft ein. Ich stelle mir mein Glas lieber nochmal hin, weil jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und als erstes erwacht Amor. Und Amor legt sich einmal fest, welche zwei Personen hier unsterblich ineinander verliebt sind. Alles klar. Und der Amor schläft wieder ein. Und die Amor-Gehilfin läuft einmal hier herum und tippt die beiden Personen an, die ineinander verliebt sind. Und die macht natürlich die ganze Runde, weil es sonst ein bisschen auffällig wäre. Ich glaube, die zwei Liebenden wissen Bescheid und wachen kurz einmal auf und schauen sich tief in die Augen und geben sich ein paar Luftküsse und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwachen die Werwölfe. Und die Werwölfe schauen sich einmal an und entscheiden sich für eine Person, die Nacht nicht überleben wird. Sie haben sich entschieden, die Werwölfe schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe darf entscheiden, ob sie eine Person retten möchte. Die Hexe hat sich entschieden und die Hexe könnte noch jemanden töten. Alles klar, und die Hexe schläft wieder ein. Und als nächstes erwacht der Seher. Und der Seher weiß Bescheid
hat erfahren, ob eine Person gut oder böse ist und schläft wieder ein. Das ganze Dorf erwacht. Richtig gute Ordnung. Ich hab schnell reingekifft, einfach weil ich das sehr lange Stand halte. Oh. Oh. Ich dachte, ich für den Moment ist richtig schlecht. Oh Gott, meine Funke. Da kann ich schon mal sofort sagen, dass das erfahrene Wölfe sind, wenn die Marco sofort rauswählen. Ja. Ein Dörfler, der sofort rausfliegt. Der ist gut ist. In jeder Runde eigentlich so. Das nicht den besten Dörfler. Also die Wölfe haben Erfahrung in diesem Spiel und machen einen sehr guten, wählen sofort einen sehr guten Spieler aus. Was wäre denn deiner Meinung nach ein schlechter Spieler in dieser Runde? Irgendjemand, der nicht so auffällig ist in diesem Spiel wie Marco. Danke. Willkommen übrigens im Donny-Problem. Einfach was sagen. Eine gute Beobachtung. Was hast du jetzt wieder zu melden? Ganz kurz, wir müssen doch noch mal gucken, ob Marco nicht vielleicht in der letzten Runde. Exakt. Vielleicht gucken wir erstmal, was er überhaupt ist. Ja. Er war ein guter. Ich möchte ganz kurz was sagen. Ich weiß, er redet schon wieder, aber ich sage nur, was ich erlebt habe. Ich hatte die Augen geschlossen. Heute Morgen beim Busfahren. Busfahrer, war so. Nein, also ich hatte die Augen geschlossen und habe original, wenn man die Augen schließt. Nee, komm. Da argumentieren wir nicht. Du bist nah am Spielleiter und hast dadurch Glück. Das machen wir nicht. Da hat Nils einen kompletten Nachteil, weil er nicht neben mir sitzt. Da. Mit dem Spielleiterstock darfst du nicht sagen doch auch, wenn einer wackelt oder atmet oder so. Nee, du hast jetzt Glück, dass du neben mir sitzt und den Stock gehört hast. Das können die Leute nicht hören. Ich bin bei dir. Das ist echt nicht fair. Also wenn der Wolf sich verrät, weil er irgendwie sich dumm bewegt, dann ist es sein eigenes Fehlverhalten. Aber das mit dem Spieler finde ich auch nicht fair. Boah, egal, jede Phase des Etienne-Gardier gerade. Aber was komplett dagegen. Du kannst ja nicht dann taktisch, da sitzen dann immer alle nah am Spielleiter. Okay, dann behalte ich dieses Wissen für mich. Habt halt im Hinterkopf, dass ich sehr schlau bin. Gut. Und ich belaste. Nein, okay. Unabhängig davon. Okay, ich sag nichts mehr. Okay. Gut. Donny, ich wollte dich nicht unterbrechen eben. Ich war fertig. Ich fand es einfach nur witzig. Es war eher so ein Gag. So. Weil einfach Moritz angefangen hat zu reden und jetzt bin ich genau da drin. Entschuldigung. Es war tatsächlich nur ein Gag, weil ich einfach witzig fand. Immer der Erste, der anfängt zu reden, ist immer, egal was er sagt, ob es eine gute Beobachtung war, ob es ein gutes Argument ist, sofort immer so, okay. Und dann ist einfach das Thema da drauf. So. Okay. Mich würde mal interessieren, es sind mittlerweile so viele Sidekarten dabei. Also es gibt drei Wölfe. Drei Dörfler gibt es noch. Okay, und so rum ist einfach. Ja. Besser als Dörfler. Alle. Marika nur Mara nicht. Das ist auch dumm. Also Donny war sehr schnell. Das ist gut. Aber das kann auch sein, dass du gelernt hast aus deinem. Ich gehe jetzt mit Donny. Ich werde da gar nicht mehr. Also gerne zu dir reden, aber ich darf das nicht mehr tun. Warum? Weil ich nicht nett sein darf. Was ist mit diesem einen Vogel los? Gut, haben wir irgendwelche Argumente? Außer den Stock. Den darf ich ja nicht anbringen. Genau. Das macht keinen Spaß mit dem Spiel. Ich darf nichts empfehlen. Bis ich... Also. Ja, irgendeiner muss jetzt mal rauswagen und irgendwie. Also, ich hätte gerne einfach mal von Marika und von Jossi mal was gehört, einfach, ehrlich gesagt. Dass sie einfach auch mal reden. Einfach auch mal in der ersten Runde was sagen. Alles klar, Kumpel, gar kein Problem. Ja. Folgendes. Ich glaube nicht, dass Mara und Miriam Wölfe sind, weil sie eben gerade, als ich dann geredet habe, habt ihr irgendwie untereinander geredet, ihr habt euch überhaupt nicht... In Wolfssprache oder in normaler Sprache? Ich glaube, in meiner Welt sind jetzt gerade erste Runde Mara und Marika safe, Mara und Miriam, sorry, safe. Mara, Marika und Miriam, wow. Ich glaube nicht, dass ihr das seid, sonst wärt ihr aufmerksamer gewesen oder wärt irgendwie eingeschritten. Könnt ihr mal nach Mallorca fahren? Habt ihr eine geile Doku? Mara, oder ihr seid drei Wölfe und du verteidigst gerade deine Kumpels? Im Echtsein, aber das ist auch mega. Also wenn wir sitzen so viele und zwei Wölfe. Zwei Leute safe, keine Wölfe. Bin ich nicht. Josie, ich habe dich unterbrochen für einen sehr schlechten Gag, sorry, tut mir leid. Alles gut. Es ist die erste Runde, es ist sowieso alles offen. Ich kann nur anbringen, dass ich glaube, dass Mara und Miriam
Du bist der Bürgermeister. Deswegen auch einfach mal, Katjana sagt auch selten was in der ersten Runde. Und wie wir wissen, ist sie eine Schlange. Du spielst dieses Spiel sehr gut, aber ich habe das Gefühl, in den ersten Runden sagst du tatsächlich erfahrungsgemäß recht wenig. Einfach mal von dir ein Statement, was ist deine Einschätzung gerade? Ich bin komplett offen. Also das Einzige, was du jetzt, du hast am Anfang geredet und du hast gesagt, dass diejenigen, die ihn rauswählen, Pros sein müssen, weil das so ein Running Gag ist, dass er raus ist, oder? Das heißt... Nee, der Running Gag ist in der ersten Runde Marco rauszuschmeißen. Nicht generell ihn rauszuschmeißen. Aber in der ersten Runde. Das heißt, aber wer hat denn schon mal hier öfters mitgespielt? Alle außer. Also ich war jetzt der neue Marco eine Zeit lang. Ja. Eine Zeit lang. Oder bin ich gerade aktuell so ein bisschen noch? Ich könnte. Also ich finde, das Argument ist nicht verkehrt, was Moritz sagt. Marco stellt irgendwie immer eine komische Gefahr dar. Genau. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, was ich daraus schließen soll, weil echt einfach fast alle schon häufiger mit Marco gespielt haben. Deshalb ist es so ein bisschen. Ich würde sagen, Miri ist es. Also ist ein Wolf. Weil sie würde versuchen, jetzt sofort jemanden, der gut gegen sie spielen kann und argumentieren kann, rauszuwerfen. Aber warum okay. Moritz? Ich glaube, du hast einen Fehler gerade gemacht. Es ist Moritz. Tut mir leid jetzt. Ich bin kein Wolf, sorry. Man muss ja extra das Wort sagen. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, jetzt hast du diesen Moment verpasst, dass man jetzt einfach mal kurz einfach mal sich rausschaut. Das war der klassische Donny-Moment. Ja, du hast einen klassischen Donny gerade gesagt. Das war gerade so ein Moment, wo du dich hättest jetzt raus. Ja, ich bin kein Wolf, aber ich kann mich du nicht verteidigen, gut, was soll ich sagen? Okay, alles klar, die erste Runde beendet, bestimmt ab. Und jetzt hast du noch was gesagt. Und ich, oh, jetzt mache ich schon wieder einen Fehler. Ja, aber vertraut mir doch. Man muss es immer richtig gewichten, mit dem Finger auf andere zeigen und gleichzeitig nicht so aggressiv. Das ist schwierig. Damit man sich nicht selber ins Spotlight bringt. Zeig doch, wie es geht. Sag doch mal was Nettes über die Leute. Ohne, dass du dran denkst, an irgendwas, sagen, was geraschelt wird. Also, ich bin kein Wolf. Okay, vertraut mir einfach. Aber ich kann auch nicht vielleicht mehr. Vielleicht fragen wir einfach mal anders. Wer ist denn alles Wolf? Niemand jetzt, oder ja, was? Jetzt gucken die Wölfe sich mal an. Aber was hat die Aber man weiß gar nicht, wo das Problem ist. Die Wölfe sind einfach so ein Tick, weil du Mentalist geguckt hast. Alles so, okay, alles klar, fertig. Gut. Ja, wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Ich glaube, wir kommen hier nicht weiter. Alle Argumente sind, glaube ich, gesagt, keins. Und deswegen zeigen wir einfach nochmal wild drauf los. Bei 3. Willst du noch was sagen? Ja? Bei 3? Ja, okay. Ja. Okay, dann sag was. Nee, ich will nichts sagen. Ich habe es entschieden. Ach, okay. Sollen wir für alle anderen auch nochmal ein bisschen warten, oder was? Ja, ich weiß einfach. Ich habe echt... Bei 3. Unfassbar schwer gerade. 3, 2, 1, go. Wie viel zeigen hier gerade auf Moritz? Ich bin raus. Ich eine Hand heben. 1, 2. Du auch auf Moritz? Ja. 4. Okay, alles klar. Und? Ja, es ist. Ja, warte mal kurz. Jetzt ist mal. Ja, ich habe da reingelabert. Was soll ich machen? Das war wirklich das war, glaube ich, einmal zu viel jemand verdächtigt. Gut. Wir haben es alle gemerkt. Fast sicher. Moritz ist raus. Vielleicht haben wir Glück. Und wir gucken mal, was Moritz ist. Oh, Scheiße. Gut. Den nehme ich aber nicht auf meine Kappe. Den musst du nehme ich auf meine Kappe. Auf jeden Fall. Du hast einen Nils gebaut. Oh fuck. Ja, ich habe den Nils gemacht. Ja. Gut. Und das ganze Dorf schläft wieder ein. Ich rutsche ein bisschen. Ja. Das ist okay. Gut. Dorf ist eingeschlafen. Amor hat schon alles erledigt. Und die Werwölfe wachen auf. Und die Werwölfe entscheiden sich für eine Person, die sie heute verspeisen wollen. Die Werwölfe haben sich geeinigt, schlafen wieder ein, die Hexe schläft wieder ein und das ganze Dorf erwacht. Und nichts ist passiert. Wie? Nichts ist passiert? Nee. Was bedeutet das nochmal genau? Dass also keiner gelungen hat, dass keiner Wolf ist. Die Hexe hat denjenigen gerettet, den die Werwölfe getötet haben. Okay. Ah. Sehr gut und sehr schnell das heißt, erklärt. Genau richtig. Die Hexe wurde umgebracht
Nee, genau. Vielleicht. Und hat sich selbst gerettet. Sein. Oder die Hexe hat gesagt, so, keine Ahnung. So was? Du sollst, den sterben sollen. Die Hexe erfährt, okay, du sollst sterben. Ich nicht. Das kann so aber auch sein, dass die Person, die mit der Hexe hier verliebt ist, ja. Oh, das kann dass auch sein. Die Hexe die, die Figur gerettet hat, die sie liebt. Das kann auch sein. Ja. Das habe ich gerade. Ja, aber ich habe das zuerst gesagt. Ja, du hast auch ja? Vote Nils. Wie das dann sage ich für Vote? Das ist ein End, das ist doch nicht mal ein End, das ist einfach nur erstmal. Das ist ein Vote. Das ist ein Vote. Warum denn dann nicht so? Wieso machst du denn dann das? Wenn das nicht nahe liegen. Gut. Hat irgendjemand irgendwelche Argumente? Kann ich es nochmal sehen? Was soll ich sagen? Boat. Boat mit W. Ich sehe da echt Plakate über das Internet. Das ist doch kein U. Das ist uns erstmal jetzt egal. Wir wollen mal Argumente hören, warum jemand sterben sollte. Ach so. Und wer genau? Und wer wäre auch gut. Tja, wir haben ja nicht wirklich viele Hinweise. Genau, wer hat denn vorhin gerade nicht? Na, es gibt immer den Hinweis der frischen Augen. Hat jemand gecheckt? Was? Moritz? Moritz, meinst du? Ich habe akustisch nicht verstanden, was gemeint ist. Moritz ist der Letzte der frischen Augen. Hast du mal den geguckt? Nee. Ja, dann haben wir den Hinweis nicht. Josie, rede dieses Mal. Du hast eine Idee? Ich verdächtige Katjana einfach immer, weil ich finde, sie einfach so eine gute Spielerin ist. Und sie sehr schwer zu lesen ist und sie irgendwie immer... Ich kann auch sehr schwer lesen. Ja. Okay, aber, das Argument ist verletzt. Also mein Argument immer. War einfach nur ganz kurz. Okay. Pass auf, jetzt kommt. Markus. Nee, Marco. Moritz. Es sind so viele M's heute hier. Marco. Moritz. Der mit der Brille. Moritz wurde ja umgebracht und er ist kein Wolf. Aber wer hat denn alles auf ihn, gezeigt? Nicht viele. Also fast alle. Okay, dann ist auf jeden Fall von denen, die auf Moritz gezeigt haben, safe jemand Wölfe. Vielleicht bin ich mir nicht mehr so sicher, was genau, also wir beide sind keine. Ja, schön. Ja, das musstest du nicht unbedingt. Um ehrlich zu sein. Nee, ich wusste einfach nur, dass ich, ja genau. Aber das ist genau das Gleiche, was Miri vorhin gemacht hat, wodurch sie sich verdächtig gemacht hat und es war am Ende richtig. Das, also, ich bin nicht mehr nett zu niemandem. Nein, ich will nur mal sagen, wenn jemand ganz offensichtlich im Fokus steht, und man weiß, alle anderen zeigen auf den, dann kann das ja genauso gut heißen, dass derjenige sagt, okay, jetzt muss ich nicht auf den auch noch zeigen und mache mich damit unverdächtig. Verstehst du, was ich meine? Nein. Okay, nochmal. Du hast aber auch nicht aufgepasst, die erste Hälfte. Ja, das ist ja immer schon. Aber das war nicht die Frage, warum ich es nicht verstanden habe. Also wenn man aber rein im Spiel ist, ist es eine kluge Idee, als Wolf auch einen anderen Wolf umzubringen. Nein, ja, guck mal. So zu tun, also, Wenn einer, von dem ich will, dass er stirbt und ich sehe, okay, auf dem hacken eh schon 80% der Bevölkerung rum, dann muss ich mich ja nicht mehr anschließen. Absolut. Dann kann ich hinterher sagen, ja, ich habe nicht auf den gezeigt. So, weißt du, was ich meine? Und die Stimmung war so gegen Moritz, dass heißt, ein smarter Wolf hätte sich nicht noch einmischen müssen. So. Okay, hier ist gerade was passiert, sorry, ganz kurz. Was? Ich habe gar nicht zugehört gerade. Also, tut mir leid, also nicht böse gemeint, aber hier ist gerade blickmäßig die ganze Zeit was passiert, während du geredet hast. Und ich möchte das auch wiedergeben. Mit freschen Augen. Und zwar, ich habe noch zugehört. Ich kann ja genau erklären, warum ich, also es war nicht unüblich, sondern ich habe wirklich zugehört noch. Und auf einmal ist mein Blick so rumgeschwiffen und ich habe Marika, die mich da noch nicht angeguckt hat, einfach mal gedacht, sag ich, sehr ruhig. Guck mal, was da geht. So, guck einfach mal das Gesicht dann so Pokerface-mäßig. Und hab dann irgendwie gemerkt, dass Marika gemerkt hat, dass ich sie angucke. Und ihre Reaktion war, sich hinter Maras Kopf zu verstecken. Nee, aber ich will jetzt nicht. Nur die Fakten, wie es genau passiert ist. Warte mal, dann hat Mara das gemerkt, weil sie dachte, ich guck sie an, hab zu Mara nur mit Augen, also deswegen warst du schon längst ausgewählt. Ich höre einfach, Du musst Illusionen voll, hier passiert irgendwas. Ja. Oh. Dann habe ich Mara blickmäßig versichert, so im Sinne, ich guck nicht dich an, sondern dahinter. Sie dreht sich auch nochmal um und guckt mich an und sagt so auch so im Sinne von, Und dann kam Josie, die das Ganze gesehen hat und gibt mir ein nickendes Zustimmen im Sinne von Marika ist es. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Marika und Josie sind auf jeden Fall Wölfe, weil sie extra... Das ist ein Twist. Ja, weil sie quasi tut im Sinne von so, ja, auf jeden Fall so. Weil sie natürlich will, dass wir Marika, weil sie ein fieser Wolf ist. Okay, das war ein Zustimmnis, weil ich die ganze Situation gesehen habe. Das macht schon mal keinen Sinn. Hey, das ist auch ein Argument da, hier. Okay, warte mal, Kirche im Dorf lassen, Donny. Erstmal einen beschuldigen. Ich gehe gerade all in. Warte mal, kannst du das noch einmal ganz kurz in drei Worten? Wen beschuldigst du? Ich beschuldige in erster Linie Marika gerade, weil ich einfach gerade kurz einen Hunch hatte, wie sie reagiert hat, als ich sie verdächtig angeguckt habe. Ich habe nicht normal geguckt, sie haben wirklich so den hier gemacht. So. Also so, ich habe sehr...
suspicious geguckt. Du gehst viel über Augen, ne? Wieso? Nee, Augen ist der Eingang zur Seele des Menschen. Ja. Ich dachte, jetzt ist er die Nase. Können wir das mal diskutieren? Was ist das denn? Er macht die ganze Illusion kaputt. Ja, das rutscht halt. Du siehst aus wie 200 Kilo. Das ist in der mega Rutschbahn. Aber dein Bauch ist noch voll. Du bist ein Wolf. Echt mega fett. Guck dir das mal an. Siehst du euch aus wie so ein Übelster? Na, er hat hier aber auch ganz viel Sachen an. Ja, ich habe auch ganz viel Brustmuskeln. Okay, aber kann natürlich auch ein Ablenkungsmanöver sein. Gehen wir gleich drauf ein. Aber okay, du hast eine berechtigte Frage. Und nochmal Entschuldigung, dass ich ihn unterbrochen habe. Es war einfach gerade akut drin, ich muss es loswerden. Ich glaube, Marika ist ein Wolf. Glaube ich, ganz fest. Okay. Das da bin ich bei dabei, nicht. Der Rest ist Quatsch. Ja, okay. Deine Reaktion war auch sehr glaubwürdig und deswegen habe ich auch direkt zwei Leute. Ich weiß ja sagen, dass du anders reagierst. Zwei Leute sagen, Marika war es. Ist doch eigentlich so, dann könnt ihr ja ähnlich wie ich das gemacht habe, auch ich eure Seele dafür auf Pfandtabletten. Ich möchte, bevor wir jemanden Unschuldigen, wir haben nämlich schon jemanden auf dem Gewissen, bevor wir noch einen Unschuldigen über den Jordan schicken, möchte ich kurz noch mal willst wissen. Du da jetzt so sitzen bleiben eigentlich? Ja, das sieht aus, als wirst du pinkeln. Aber halt als Ding oder so. Beides. Das ist richtig. Und sehr gemütlich. Die Frage ist ja, das möchte ich nur ganz kurz noch mal stellen, dein Argument, warum du... Moment, wen hast du jetzt? Josie also, und Marika. Ganz kurz. Nein, du hast Marika verdächtigt, weil als du sie angeguckt hast, ist sie so nach hinten gegangen. Ja. Das ist der Beweis. Hat sich versteckt vor meinen Blicken. Aber das ist dazu wollte ich noch was sagen. Das stimmt was ich gar übrigens nicht, in Bars und so hast, offen du erlebe. Hast mich angeguckt, du hast mich angeguckt. Ja, ich habe das gemerkt. Ja. Erstens mal das. Und dann haben die beiden angefangen zu tuscheln, während er irgendwas erzählt. Und ich, wie irgendwas? Entschuldigung. Das war eine mega smarte Herleitung. Aber ja. ich bin dann halt irgendwie... Ich wollte dann kurz mithören, was machen die hier eigentlich, was tuscheln die? Und irgendwie finde ich diese Ecke eh verdächtig, weil geschlossen haben sie geschlossen haben sie direkt Moritz rausgewählt. Ja. Das die waren sich sofort einig und das fand ich irgendwie auch eigenartig. Und hat irgendjemand hier überhaupt nichts zugehört? Ja. Ich hab's zugehört. Ja doch. Nein, sorry. Kleiner Gag am Rande. Du auch nicht. Marika, ich glaube. Du hast ihn sogar angeguckt. Also ich. Marika ist safe and Wolf, meiner Meinung nach. Und wenn es nicht ist? Oh Gott, es dann habe ich einen Fehler gemacht. So Spinnenweben hier. So, sollen wir einfach abstimmen jetzt? Ja, ich weiß nicht. Nils, also, kannst du so mal einen Satz sagen, damit alle Leute deine Argumente hören? Ihr könnt mein Buch kaufen. Gut, ich glaube, dann zeigen wir einfach auf Leute. Wir haben ja keine Argumente mehr hier, die kommen. Okay. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, los! 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf Marika, glaube ich schon, oder? Sie zeigt auch auf Marika? Ja. Nee, du auch? Nee, ich zeig auf Marika. Ich zeig auf Mara. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich auch die haben jetzt auf Marika, können wir alle anheben, die auf Marika gezeigt haben. Marika. Ja, komm, alles klar. Da bin ich raus. Und? Das tut mir leid. Nee, so, das darf man nicht vorher sagen. So, Marika wird leider abgeholt. Kannst du nicht wissen. Halt mal die Klappe jetzt. Marika wird abgeholt. Das ist ihr Moment. Und sie kann noch mal was sagen an ihre Liebenden, die sie verlässt, ja? Das ist richtig unhöflich. Was werdet ihr noch bereuen? Genau, sowas. Kam nix, leider. So. Kein Schlusswort. Jetzt gucken wir erstmal, was Marika war. Ja. Ah, siehst du? Nein! Ey, es war so klar. Was freust du dich? Ich dachte, das Geräusch. Ja. Ich dachte, das Geräusch wäre ein Wolf. Das ist ihr habt alle euch schuldig gemacht. So. Nee, ich habe das Geräusch erst gehört. Wenn man Zeitlupe macht, sieht man. Ich habe das Geräusch gehört. Ich glaube, wir schlafen mal besser ein, bevor wir noch mehr reden. Das ist echt so. Oh Mann. Die Pferdewölfe wachen einmal bitte auf. Und sie entscheiden sich für eine Person. Und die Werwölfe schlafen wieder ein. Und der Seher erwacht. Und der Seher, dem zeige ich einmal, was die Person ist, auf die er zeigt. Gut oder böse. Alles klar, der Seher schläft wieder ein. Und die Hexe erwacht. Und die Hexe kann niemanden mehr retten, aber sie kann noch jemanden töten. Die Hexe schläft wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Oh.
Saving Mann, ich glaube. Ja, warte, 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 warte. Oh, da ist ein kleiner Hund. Nein, nein, nein. Oh Gott. Das ist so gemein. Ja, gucken wir doch einmal, was Mara war. Die waren leider gut. Ja, und wer... Das ist ein Traum. Ja. Ohne Scheiß, ich bin mir so unsicher mit allem, was allen drum und dran ist. So okay, wir warten nochmal. Ja? Sorry. Ja. Alles klar. Etienne, wow. Meinst du? Okay, das ist ein gutes Argument. Ich bin sofort bei dir, auf jeden Fall. Okay. Was meint ihr? Eine komische Runde war von dir, weil eine du komische sonst Runde, sehr alles klar. Ja, ich, oh, was ist das denn? Da kommt ja noch ein Henker und nimmt noch jemand mit. Etienne etwa. Okay. Das heißt, er war das kein ändert alles. Wissen wir noch das ändert noch gar nichts. Etienne, okay, das ist ein stirbt das auch. Ein kleiner Plot-Twist hier. Oh, wow. Was heißt nochmal Henker? Und wir gucken. Die Hexe. Was? Hexe. Ja, die Hexe. Etienne war. Oh, ah. Immer bist du ganz stark, Josie. Ey, wirklich, ich war voll bei dir, wirklich. Das war die letzte Runde war komisch. Ich habe darüber nachgedacht und ich dachte, das ist safe. Aber wie hast du das gemacht? Du hast einfach auf ihn gezeigt und er ist tot. Kannst du das immer? Nee, leider nicht. Jederzeit. Nein. Wie viele Wölfe haben wir jetzt noch in der Runde? Okay, zwei. Dann haben wir zwei jetzt hier zwei. Die beiden. Nee, du. Also erstmal können wir einfach alle Tatjana ignorieren, weil die ist so gut in diesem Scheißspiel. Ich glaube, ich habe null Einschätzung. Also ganz ehrlich, du könntest nein, aber auch direkt auf mich gesprungen sein, weil du bereits wusstest, dass sie Tien Wolf ist. Könnte sein, auch sein, aber könnte auch einfach Sympathie sein, weil ich einfach eine gute Einschätzung habe. Also ich dachte, du bist wahrscheinlich sehr. Ah, du bist sehr. Nee, so dumm wäre nur ich quasi, wenn man es ja weiß und dann sofort zu sagen, ich hab's gewusst. Ich glaube, das wäre okay, zu... Oder war das sehr weiß doch quasi aber vorher. Du bist immer gegen mich. Nein, gar nicht. Aber das bist halt dieses Mal bist halt du. Bist du bist einfach mal dran. Du bist einfach mal dran. Willst du meinen Pelz haben? Möchtest du ihn nee, selber aber tragen? Aber wirklich, weil du bist es halt. Also, was ich... Sie, also du hältst nee, weil, 5 Runden lang die Klappe, dann legst du dich so hin und sagst... Miri. I swear. Kann ich noch kurz mal was sagen, was wir bitte nicht vergessen sollten irgendwie? Also Donny... Ja. Ja. Ich stehe eigentlich noch in deiner Schuld. Ich will dich nicht zum zweiten Mal irgendwie schuldig verbrennen. Ja, aber du hast ganz klar irgendwie Marika irgendwie ans Feuerholz geworfen. Ja. Und danach ist einfach nie wieder drüber geredet worden. Aber das habe ich auch getan. Da bin ich auch sofort mit drauf angekommen. Ja. Ich habe Marika mit ins Feuer geworfen. Ich habe das auch mit angeheizt. Ja, aber jetzt, ich war auch, bevor klar war, dass der Henker kommt, habe ich gesagt, okay, Etienne ist, weil der sich in der Runde davor so das falsch stimmt. Verhalten ehrlich hat. Gesagt, du und bist entweder, raus. Nee, haben ich wir ja schon Wolf, gesagt, er ist ja eben schon so runtergefallen die ganze Zeit. Du bist safe genau. Aber Donny könnte, ich glaube nämlich nicht, dass Donny immer sagt, ich bin so schlau, bin ich nicht. Ich glaube, der ist nämlich ziemlich smart. Und wenn er gut mitgedacht hat, dann wäre er direkt auf mich angesprungen. Nee, jetzt ist ein fucking Werwolf auf jeden Fall. Okay, nein. Bring dir nächstes genau das gleiche wie in der Runde davor. Ja, okay. Pass auf, die vorvorletzte Runde. Also nicht letzte Runde, sondern nein, aber okay, also du sagst, deutlich mehr geredet hat, als er kein Werwolf war. Und diesmal warst du auch relativ ruhig. Ich glaube, du bist ein Werwolf. Oh, ich breche durch. Das Lügengebäude unter seinem Boden. Ja, das Lügengerüst. Ja. Okay. Ich bin ein Dorfbewohner. Habt ihr euch beide schon mal gegenseitig? Nee. Das wir sitzen die jetzt, kleinen wir waren uns einig. Erstmal auf Marika. Sorry. Ja. Dann haben wir heute schon was gesagt. Waren wir uns bei Etienne eigentlich? Aber erst in der Vorrunde davor. Es tut mir leid, nur weil er runtergerutscht ist. Boah, Tatjana. Natürlich, es sind noch zwei. Das ist ja das Schäbige. Tatjana. Boah, das war mega gespielt. Das war ja wohl voll gespielt gerade. Das hat man voll gemerkt. Nils und Tatjana sind die Wölfe 100%. Glaub mir. Ich merke, das hat man so gemerkt, dass das gerade nicht ehrlich war. Versuche jetzt eine neue Theorie auszuprobieren, wenn man ganz laut redet. Ja, ich bin bei Berlin Tag und Nacht, so spielt man da. Aber Donny, okay, kannst du mir mal kurz erklären, was jetzt genau. Der Leute, war, nein, ich glaube, sie oder sie ist egal. Ich schreie nur, wenn ich wirklich emotional werde, meine Freunde. Und ich habe einfach, ich meine gerade bei Nils, einfach in der Art, wie er mit Katjana gesprochen hat, einfach wirklich in den Augen eine Unehrlichkeit entdeckt zu haben. Das hast du bei Marika gespielt. Exakt, das hast du bei Marika gesagt. Die Augen sind das Tor zur Seele. Guckt aber mir Augen geflinscht, hast du gesagt. Das ist, aber das ist für mich Verteidigung. Wenn er jetzt ein Dörfler wäre, ganz ehrlich, okay, lasst euch mal hier alles lustig und so, aber mal kurz nur die Argumente anhören. Auch wenn ich's bin, der einfach offensichtlich dieses Spiel wohl nicht gut spielt, ja? Angeblich. Ja? Hört doch nur mal auf die Argumente von mir. Er ist jetzt gerade mega reflektierend auf alles, was ich sage. Sofort Verteidigung. Du verarscht mich, dass ich laut rede. Das ist für mich eigentlich, das sind für mich Zeichen, ja, dass man jetzt genau einfach die Schwächen des Gegners nimmt, der einen anschuldigt, nimmt und einfach ablenken von dem. Okay. Ich habe gerade in dem, was du zu Katjana gesagt hast, wirklich, und ich hoffe, ihr seht das auch, einfach
ein Lügen erkannt. Aber kannst du mir das kurz erklären? Ich bin einfach bei der Art, du geredet, weil ich dich ja schon länger kenne. Das sind noch zwei Wölfe. Ist es die Tonalität oder was? Also ist einfach, es ist einfach, wie die Art, wie du es gesagt hast, weil wir jetzt uns schon 3 Jahre kennen und ich auch oft quasi in Sendungen dabei war oder gerade Sachen, wo du Impro machst, wo du eine Rolle schlüpfst, da bist du nicht ganz du selbst und ich meine genau dieses Gesicht kurz, das hast du also kurz in, im Blick gesehen. Einfach kurz also gesehen zu haben. Das ist es exakt das Gesicht wie bei Marika oder ist es ein bisschen anders? Nee, bei Marika war es was ganz anderes. War eher so ein Tuscheln und sich verstecken. Ja, Marika hat sich ja eher versteckt quasi und wollte den Blicken aus dem Weg gehen, meinen anschuldigenden Blicken, hat sie dann gemacht, war natürlich ein Fehler meinerseits, habe ich dann falsch interpretiert, aber in diesem Fall bin ich mir mit jeder Faser meines Körpers sicher, dass du ein Wolf bist und du ein Wolf bist. Also ich bin mir ziemlich sicher. Miriam ist auch nicht selber. Miri ist erstaunlich still, aber ganz ehrlich. Du hast Marika beschuldigt und du beschuldigst jetzt mich und Marika ist unschuldig. Ich bin unschuldig. Weiter nichts. Und deswegen und habe jetzt wirklich sehr, sehr viel gesagt und egal, was ich jetzt noch sage, ich glaube, ich kann mir nur noch gegebenenfalls ein Grab noch schaufeln. Ich habe jetzt alles gesagt und ich hoffe, ich habe einfach recht. Gut. Du bist für mich Hexe oder Seher. Das ist, glaube ich, du bist cool. Alleine, weil du Eddie gerade eben so... Sie ist safe. Super du bist safe. Halt nicht und, ja, und du und jetzt nein, so nicht. Bin, aus meiner Sicht sind es 2 von euch und ich bin mir bei einem ganz sicher, das bist du und nicht nur, weil du mich anschuldigst, sondern weil das einfach, weil du es bei Marika gemacht hast und bei mir machst und das... Irgendwann musst du damit mal gegen mich. Aber redest du gerade mit mir oder redest du an ich alle anderen? Ich rede mit dir. Quasi, und das, was ich sagen will, ist, du plus einer von euch beiden. So, und bei euch... bei euch beiden weiß ich es nicht. Einer von euch beiden auf jeden Fall... Und du zu 100% und du zu 100% nicht. Ja. Deswegen bleibt mir nichts anderes, um mich als dich zu wählen. So. Und Miriam noch ganz kurz hat eben die gleiche Taktik angewandt wie ich. Ich habe nämlich auch, bin zu Etienne und meinte, Etienne, wir wollen das Ding gewinnen. Du bist auf jeden Fall safe, Etienne. Das habe ich die ganze Zeit gesagt, obwohl ich ein Wolf war. Das hat Miriam jetzt gemacht. Das sagt sie mir die ganze Zeit schon. Du bist für mich safe. Du bist Hexe oder Seher. Sei gerade. Entschuldigung. Also, dann lass uns doch einigen. Wenn, cool. Entweder Miri oder Donny. Genau. So. Aber what? Nee. Ja, doch. Ja, einer von, wir werden es ja sehen. Ach, Leute, wenn man das nicht sieht, dann, dann bin ich. Nein, wirklich nicht. Also, es ist so offensichtlich, dass Katjana ein Wolf ist. Also, sorry. Also, ich stimme für dich. Ich stimme für Donny. Okay, ich auch. So, können wir abstimmen? Ich stimme für Nils. Können wir abstimmen? Warte mal, du bist der Bürgermeister. 3, 2, 1. Bam. Warte mal, wir zeigen alle auf... 3 auf Donny? Nee, 2 auf Donny? Ich glaube, richtig? 2 auf Donny? Du gehst auf Donny? Ja. Dann ist es schon... leider Chaos. Donny ist... Kann ich den Bürgermeister jetzt abgeben? Oder das mal? Ich gebe den Josie. Gute Wahl. Immerhin. Oder sie ist... Oder du hast mich einfach krass Taktik? Einfach belogen. Krass hart. Und? Jetzt bin ich echt gespannt. Und? Ich auch. Wir gucken einmal, was war denn Donny? Gut oder böse? Alles haben wir dann schon verloren? Jetzt, okay, jetzt okay. Das ist krass. Jetzt gut, aber ich wusste es die aber ganze Zeit, dass es bevor ist. Etwas passiert, schläft das ganze Dorf leider wieder ein. Du auch. Und die Werwölfe erwachen nochmal und voten jemanden raus. Alles klar, die Werwölfe haben sich entschieden und eine Entscheidung getroffen. Und der Seher erwacht noch einmal. Und der Seher kann noch einmal von mir erfahren, was auch immer. Ja, der Seher. Okay, alles klar, der Seher weiß jetzt Bescheid. Dann erwacht noch einmal die Hexe. Kann die Hexe überhaupt noch was machen? Ich glaube nicht. Deswegen schläft die Hexe auch gleich wieder ein. Und das ganze Dorf erwacht. Ein langer, erholsamer Schlaf. Ein langer, erholsamer Schlaf. Und tatsächlich geht die Bürgermeisterin sofort wieder von uns. Des Todes. Na, du hast sogar nachgerissen. Ich bin... The thing is, it's like... Hallo. I know, I'm not doing anything. Nee, du musst da hingehen. Nein, sie möchte gerne spielen. Alles klar, was macht ihr denn jetzt? Wir wollen für immer zusammen sein. Alles klar, was macht ihr denn dann? Wir lieben uns jetzt. Und was macht ihr jetzt noch? Wir zeugen Kinder. Wollt ihr noch jemanden loswerden hier in der Runde? Ich bin Preller. Wollt ihr alle noch jemanden loswerden in der Runde? Nein. Können wir nicht alle zusammen? Nein. Nein. Nee, wir zeigen jetzt mal wir mal auf jemanden. Aber ich 1, 2, 3. Aber wir wollen eigentlich zusammenbleiben. Ja, aber Miriam, du bist auch tot. Raus, die Liebenden haben gewonnen. Ja. Doch, alleine. Ja. Und Nils war natürlich ein Wolf und Katjana nicht. Ja, das ist richtig. Gut, kommt alle zurück. Das war eine sehr, sehr schöne Runde. Endlich gewinnen auch mal die Liebenden wieder. Ja.
Sehr, sehr schön. Oh. Freut mich. Ich brauche einmal alle Karten zurück. Dass du nicht mehr in meinem Team bist. Ich hab's gemerkt. Miri, ich dachte wirklich, dass du automatisch, also dass das Spiel vorbei ist. Ich hab ich jetzt gedacht, nicht auch ein bisschen gewonnen? Ich stirb eh. Du bist auch ein bisschen verliebt in die beiden. Durchgekriegt, hab ich gedacht. Ich bin auch ein bisschen Wolf. Ja. Also ich kann die Regeln nicht. Ich dachte, wenn... Etienne, warum? Machst du gleich, nächstes Mal hast du immer Leben gespielt. Nein, aber das Ding ist... Aber langsam sind alle Karten so. Ich brauche einmal alle Karten zurück. Ich würde dich ja nicht hinrichten, weil das Spiel in dem Moment gewonnen ist. Deswegen eigentlich... Mir fehlen noch drei Karten. Bevor du tot warst. Also mich hat noch niemand geholt. Drei Karten fehlen mir noch, hallo. Wenn Nils... Ach nee, dann wäre er ja auch gestorben. Wenn Katjana gestorben wäre, muss man durchstorben. Aber dann hätte ja eine fehlt noch. Eine Karte, nee, hier liegen noch ganz viele, das weiß ich. Hast du da hinten noch Karten gewonnen als Wolf? Jetzt muss ich leider noch mal nachgucken. Ja, gut, wir gucken erstmal. Wir gucken erstmal oder blenden einmal das Voting ein, bevor wir in die Werbung gehen. Ihr könnt einmal in der Werbung voten, wer war denn der beste Spieler hier heute in dieser Runde. Und dann gehen wir jetzt nochmal in die Werbung. Bis gleich. Oh, Ricky. Hast du alle Karten? Herzlich willkommen zurück. Es ist ganz schön neblig hier. Herzlich willkommen zurück in Bohnenhausen. Wir spielen noch eine Runde Werwolf. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir, außer die geht richtig schnell, dann spielen wir noch zwei. Und ich verteile gleich wieder die Karten. Bevor wir die Karten auch verteilen, habe ich noch diesen Hut hier zu vergeben. Und zwar an den besten Spieler der vorherigen Runde. Wer war das denn? Gucken wir mal. Ach, Quatsch! Ja. Ja, aber das hat er nicht verdient. Hat er gut gemacht. Oh. Nächstes Mal. Wieso hab ich eigentlich so einen Hut für meine Hexenaktion nicht gekriegt vorhin? Boah, du bist sofort ein Barista, wenn du das die auch hast. Die war gut, oder? Ja. Das ist ein Barista in Mitte. Es gibt doch diesen Bond. Haben Sie, das war so eine. Barista? Leider so ein bisschen. Nee, das ist ein Restunternehmen. Ja, so ein bisschen. Oh, Donny muss auch mal was kriegen. Runde. Der redet sich da immer so rein. Oh. Das stimmt, ja. Ich war auch gar nicht so schlecht letzte Runde. Nee, war super. So, ich verteile mal die Karten hier. Einmal ganz unten hier, das ist für Dorni. Dorni. Einmal nicht hingucken, Nils hier, ne? Dein Blick hier. Das ist deiner. Okay. Es muss doch mittlerweile ein besseres System geben als das hier. Du kannst die Karten verteilen. Gibt's doch nicht eine App für? Randomizer. Wollte ich gerade sagen, gibt's da nicht eine App für? Wie, dann guckt jeder auf sein Handy, wer was ist oder was? Ja, jeder kriegt eine SMS. Da könnt ihr mal programmieren. So. Hat jeder seine Rolle und weiß jeder Bescheid? Yes, sir. Alles klar. Dann würde ich vorschlagen, ist aber ein bisschen spät geworden, ne? Wir können ja mal alle schlafen gehen jetzt im Dorf. Wir pennen mal ein und Donny macht den Kopf und du schläfst auch ein, Marika, ne? Ist auch müde. So, genau. Und als erstes erwacht Amor. Und Amor entscheidet sich für zwei, die ineinander verliebt sind. Alles klar. Und Amor hat seine Entscheidung getroffen. Und Amors lustiger Gehilfe läuft einmal in die Runde und tippt zwei Leute an, die sich unsterblich ineinander verlieben. Und diese Leute, die wachen ganz kurz einmal auf, öffnen ihre Augen und blicken sich verliebt an. Können sich doch ein bisschen länger verliebt angucken, weil es so schön war. Alles klar, jetzt reicht's auch. Jetzt wird's langsam ein bisschen ekelhaft. Und sie schlafen wieder ein. Die Werwölfe erwachen. Und die Werwölfe suchen sich ein Opfer aus, den sie töten wollen. Und die Werwölfe haben sich geeinigt und schlafen wieder ein. Und als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe könnte jemanden retten.
Oder auch nicht. Die Hexe könnte noch jemanden töten. Möchte die Hexe jemanden töten? Alles klar, die Hexe schläft wieder ein und der Seher erwacht. Und der Seher zeigt auf eine Person. Der Seher weiß Bescheid, schläft wieder ein und das ganze Dorf erwacht. Wie ich wegen dir immer nach frischen Augen suche. Ich habe das Gefühl, da klopft einer an meine Tür. Oh, wo war die Hexe in diesem Moment? Und der Bürgermeister ist tot und gibt seinen Bürgermeisterhut an eine andere Person. Wer hätte ein Interesse? Also ich würde ihn nehmen. Ich will ihn auch, Markus. Ihn auch mal haben. Was? Nein, ich will mich nicht vorstellen. Der Bürgermeister ist eigentlich schon tot, ne? Der müsste jetzt eigentlich noch mal ganz schnell seinen Hut... Du hast mich eben sterben lassen. Das stimmt. Erforschen deine Gefühle. Nee, du warst zu oft. Ich bin Dörfler. Ja, hast auch recht. Ja, ich... Aber... Erforsche meine Gefühle. Ich gebe ihm jemanden, der... Schön. Du wolltest ihn ja noch. Oh. Ich möchte jetzt in Ruhe sterben. Wiedersehen. Gut. Dann sag mal. Wollen wir nicht noch sehen, was er war? Ja, gucken wir noch mal eben. Ja. Ich hätte das gedacht. Donny lässt seinen Blick schweifen. Etienne guckt auch skeptisch. Also, was wissen wir? Die Hexe. Moment, die Hexe kommt nach den Wölfen. Das heißt, die Hexe hätte theoretisch retten können, hat nicht gerettet. Das wissen wir. Ja. Und die hat auch nicht getötet. Macht man in der ersten Runde allgemein selten. Also, sei denn, du bist es selber. Oder? Weiß man, dass die Hexe nicht getötet hat? Ja. Oder ja. Moment, die Hexe hätte sie. Stimmt. Sie hätte ihn retten können und töten können. Das stimmt. Dann hätte ihn aber nicht der Werwolf geholt. Das Nein, dann hätte sie so jemand anders gerettet und jemand anders random beschuldigt, hätte er auch sein können. Und das wäre dann Nils gewesen. Kann ja auch genauso sein. Ja, aber es ist einfach aber so es ist unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Das war einfach mega Glück. Ist Quatsch. Ich glaube, es ist Quatsch. Ja, Mara ist es. Hallo. Ja. Nein. Ja, aber erzähl doch mal nicht. Ja. Ja, wo soll ich denn sein? Weil ich einmal gesagt habe, dass du weißt, Quatsch ist. Was ist halt in diesem Spiel? Du wurdest angesprochen, jetzt will ich halt nicht hören. Ja, oh Gott. Ich bin es nicht. No. Warum soll es sein? Ist ja blöd. Du bist was nicht? Nein, ich glaube schon. Ein Wolf? Ich bin kein Schmetterling. Ich bin in dem Spiel ständig kein Wolf. Es könnte sein, dass die vielleicht aufgefallen ist. Auch verliebt ja, ist, dann wäre es schlau, die Potion, ich sag immer die Potion, ja, weiß man ja aufzuheben nicht. Für sich selbst. Okay. Oder für den Partner. Ja, gehen wir von der Hexe weg. Das kriegen wir nicht raus. Also ich glaube, gerade sagen, also Hexe, glaube ich, ist als Grundlage schwierig. Ich weiß nicht, ob Rekon oder du sich bewegen. Nils als starken Nils, Spieler Nils rauszunehmen, starken ist Spiel natürlich rauszunehmen. Schon mal ein Indiz. Okay, alle haben gecheckt, Nils kann das Spiel sehr gut. Mhm. Also sind das halt Spieler, die es auch alle gecheckt haben. Und auch ja, er wurde halt auch zum besten Spieler gewotet. So. Ja, das ja. war quasi sein Todesurteil vom Chat. Ja. Ja. Ja, wer hat das Spiel denn nicht gecheckt? Ja, ja, das ist halt, im Endeffekt kannst du es aber auch verheimlichen, dann nimmst du ihn noch eine Runde mit. Hör doch mal auf, Donny, ey. Don, hast du rote Augen entdeckt? Donny, warten wir einfach noch 5 Minuten, dann kommt wieder eine riesengroße Donny-Analyse. Das ist doch echt immer unangenehm. Das ist übrigens die Danalyse. Ich mache ja nichts weiter als einfach nur Etienne beobachten, angucken. Ich wollte einfach, schon gerne schöner Mann werden. Ja. Kann man einfach mal angucken. In dem keine Oberteil. Ahnung. Ja, also wirklich. Du kannst alles tragen, also Chef. Das ist doch egal. Ja, also das ist die erste Runde. Das einzige auffällige in Anführungszeichen war, dass Etienne sehr, sehr gerne Bürgermeister werden wollte. Und das ist alles. Das ist alles, was wir haben. Und du auch übrigens. Ja, aber ich habe nur geguckt. Ich habe nur einmal rübergeguckt. Das war ja nicht mal Und Miri auch. Ja, auch. Miri ja. hat sogar noch argumentiert mit Bürgermeister von ja, wegen, wenn ich du weiß, hast mir letzte okay, Runde was angenommen. Einer Bürgermeister, der kein Wolf ist. Alles klar. Ja. Alle schlafen so noch mal ganz kurz ein. Langweilen wir dich nicht, Katjana. Das Dorf schläft noch mal. Wann schläft das Dorf Das Dorf schläft also, noch mal ganz kurz ein. Müssen wir niemanden Das Dorf schläft noch mal ganz kurz ein. Okay. Entschuldigung, es war sehr laut. Entschuldigung. Oh, die Nachbarn, das ist vergessen. So. Und der Seher erwacht noch mal. Warte. Und eventuell hat der Spielleiter
es vercheckt, weil er sich nicht mehr daran erinnern konnte und hat dem Seher eventuell eine falsche Information gegeben, die er sich jetzt, die er korrigiert hat und jetzt richtig gemacht hat. Nochmal. Und deswegen kann jetzt das Dorf wieder aufwachen. Ja. Ich, das ist sehr interessant, wenn jetzt mal gucken, wir jetzt anders argumentieren. Ja. Oh, übrigens, Dennis, cool. Ich so drüber nachdenke. Der Spielleiter hat aber auch sehr lange überlegt und war sich nicht mehr sicher während der normal ersten Phase. Ja, und hat dann geraten. Wenn du spielen würdest, wäre es auf jeden Fall Gunnar jetzt. Hat er geraten, aber es war ja 70-30, habe ich gedacht, vielleicht klappt es. Ach, Gunni. Gut. Ja, gut. Weiter geht's, es tut mir sehr leid. Ja, jetzt bin ich völlig verwirrt. Was passiert? Ich habe original gerade einfach null. Ja. Nicht mal einen Ansatz eines Verdachtes gerade. Gebe ich ganz ehrlich zu. Erste Runde. Das ist, wir müssen Mara Ich habe mittlerweile jedem einmal so in die Augen geguckt und von jedem immer so ein Zurückblicken, so ein. Komm, keine Ahnung. Außer Katjana, die sehr umstehend. Katjana ist, ich glaube, die war auch schon. Nein. Katjana ist halt natürlich auch echt. Und wann sind Leute müde? Wenn sie schon verdächtig sind. Wenn sie nachts gut gegessen haben. Ja, ich finde es extrem schwer. Wenn man zu viel redet, ist es auffällig. Wenn man zu wenig redet, wird man beschuldigt, dass man zu wenig redet. Ja, ja. Was geht hier denn gerade ab? Wie man sich verhalten was geht hier ab? Was? Wir planen gerade Freitag. Das fragen sich tausende Leute schon seit zwei Jahren. Aber das wollen wir hier nicht direkt heute Abend mal direkt veröffentlichen. Machen wir Freitag. Also du verhältst dich ein bisschen auffällig, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das machst du immer so. Du hörst dich ein bisschen an, als ob du immer lügst. Ja. Aber das ist korrekt. Da kann ich nichts dagegen sagen. Die warten aber auch so. Ja. Ja. Aber das ist auch immer nur zu meinem Vorteil. Das GG. Das GG. GG, weil Lüge. GG, weil Lüge, ja. Nein, Idee. Okay. Ja. Komm, wir brauchen das mal. Gab es schon mal so eine Runde, wo Leute einfach quasi eben nicht Leute beschuldigt haben, sondern eher so sich sicher waren, dass sie waren es nicht. Hä? Bitte? Oder man auch ich bin mir Fehler? Sicher, ich war es nicht. Aber ich habe das Gefühl, Moritz ist es nicht. Ja. Was? Ich frage das nicht, ist es ein Fehler, das zu machen? Ist man da automatisch ein Wolf? Nein, du hast einfach gute Menschenkenntnis. Ich habe diese Runde gedacht, okay, Moritz grinst dieses Mal mehr und ist so, okay, jetzt halt ich so schnell. Der macht auch so mit, der macht die Gags mit und so. Aber es ist eine interessante Herangehensweise, nicht immer zu sagen, wer war's, sondern wer war's nicht. Aber ich bin halt so taktisch schlecht, deswegen weiß ich nicht, ob das ein Fehler ist. Ich glaube einfach, ich habe einfach gerade null Ansätze, wer es sein könnte und ich glaube, Moritz ist halt nicht. Aber das macht dich gerade sympathisch. Das macht dich sympathisch. Aber das ist das erste Mal, dass Donny niemanden hat, den er beschuldigen kann, auch niemanden beschuldigt. Ja. Okay, Miriam ist. Bis jetzt war er auch. Nee, du wolltest doch ertragen vorgehen. Gehen wir doch mal so an. Wer verhält sich anders als sonst? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Ich finde, Katjana ist zum Beispiel. Ja. Anders als sonst? Anders als sonst. Das ist nur, weil ich. Du bist die ganze Zeit, warst du immer so ein bisschen, weil du gar weißt, nicht. Wer rausgeht und du diese Diskussion langweilig findest. Marco verhält sich wie immer eigentlich. Aber auffällig, aber wie immer, aber wir lagen schon dreimal falsch mit ihm. Ja, dreimal, ja. Also, wenn es jetzt nochmal so wäre. Moritz. Gott, das ist ja wie immer. Marika ist still, Mara ist still. So, Miri ist so auch wie immer eigentlich. Ja, aber es ist alles wie immer. Miri hat schon auf meiner Liste langsam. Auch sehr wenig gesagt, seitdem auch null Gegenargument gehabt wegen die Anschuldigungen so. Nee, ich weiß halt nicht. Bin doch kein Dörfler. Immer gewesen. Ja, ich bin kein Dörfler, aber ich bin einer von den anderen Figuren. Ach, sagt sie. What, darf sie das sagen? Also, das darf man sagen. Dann hat die Strauß auch schon mal gemacht. Na sicher. Ja, darf ich das sagen? Ja, ich finde das. Wie oft hast du das Spiel gespielt? Okay. Öfter. Nee, zweimal. Also jetzt zweimal. Also sie war früher in der Regie dafür. Mhm. Ich war möglicherweise also, es gibt so ein paar Tricks, wo man weiß, wo man stellt sich ein bisschen. Man macht irgendwie ein bisschen was anderes. Dieser Trick, wo man immer sagt, so, ist das nochmal Werwolf oder ist das, wenn das Ding hochkommt? Und man sagt, was ist das jetzt nochmal? So, dass man so tut, als ob man nicht weiß. Ich gerade verdächtig gemacht. Kann das sein? Das ist eine sehr vorsichtige Runde. Also, du machst dich gerade verdächtig für mich. Wolf? Marika, kannst du auch nochmal irgendwas sagen? Einfach mal deine Einschätzung geben. Ja, das ist schlau. Du kannst natürlich ein Wolf sein, aber sonst würde das sagen. Wolf würde das niemals so argumentieren, wenn ich sagen würde, ich bin ein Seher. Ich sage, ich bin eine Hexe, dann bin ich eine Hexe und so weiter. Aber du sagst als Wolf und dann sage ich, können nicht alle durcheinander reden, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Welche Gruppe wollen wir zuerst hören? Wollen wir erst euch hören? Ja, komm, wir hören euch erst euer Gespräch an. Ja, also Moritz meint, dass sich Mara jetzt dementsprechend verdächtig gemacht hat, weil sie gesagt hat, sie hat eine andere Karte als Dorfbewohner. Ich finde das mutig. Mutig. Ja. Oder ihr seid aber verliebt. Es kann. Nein. Das glaub ich.
Aber ich finde das total schlau, als Wolf zu sagen, ja, also ich bin kein Dorfbewohner, aber ich bin was anderes, aber safe kein Wolf. Da gehst du halt so viele Ebenen gerade durch. Also für mich ist jetzt gerade, gerade Mara kenne ich jetzt eine Weile schon. Ihre Argumentation ist nicht mal die beste. Ich will Mara. Ich habe mich entschieden. Gut. Worüber habt ihr gerade geredet? War da noch irgendwas Wichtiges? Oh nee, es ging im Grunde das, was die gerade gesagt haben, haben wir aufgegriffen. Und ich hätte gerne mal Marika einfach mal gehört. Genau. Einfach auch noch mal was. Ich habe noch keine Meinung. Also ist noch nicht. Das ist wenigstens ganz ehrlich, das Ehrlichste, was ich heute Abend. Weil sind wir ehrlich, wir haben alle keine Ahnung. Ja. Wir versuchen alle nur im Trüben zu fischen. Ja. Gut. Was machen wir denn jetzt? Wollen wir einfach random auf jemanden zeigen? Ja. Lass mal jemanden töten. Lass mal so macht man das doch. Zeigen, ja. Ja. Also, oh, aber wenn du dafür bist, bin ich wieder nicht dafür. 3, 2, 1, los! Okay, ich habe keine Ahnung. Hast du gerade geändert? Wow. Nein. Hier sind viele. Viele. Wer ist denn jetzt für was? Katjana. 3 für Katjana? Ich hab auch Katjana. Du hast auch Katjana? Ich hab auch Katjana. Nee, okay, 4, 5 für Katjana, alles klar, dann ist es ja durch das Thema. Außer es hat jetzt... Du bist tot. Du gehst einfach jetzt hier raus. Du wirst weggewotet. Katjana ist jetzt noch reden. Katjana ist safe. Tschüss. Ja, das war aber ein Wolfsheulen. Was war das? So, wir gucken uns das doch mal ganz kurz an. Nee, ich hab. Was war denn Katjana? Jawohl. Sehr gut. Für wen hast du doch gleich gewählt? Er hat nicht für Katjana gewählt. Ich habe nicht für Katjana. Die hat mich verarscht. Reicht mich. Wie man sich jedes Mal nicht merkt, wer auf ihn gezeigt hat. Das erklärst du nach dem Schlaf. Das ganze Dorf schläft nämlich. Ich aber auch nicht. Das ganze Dorf schläft ein. Es wird auch nicht mehr im Bett gesprochen. Aber gefummelt? Gefummelt ein bisschen. Okay, alles klar, geil. Aber das reicht jetzt auch. Hände weg von Donnys Knie. Ich habe einen Ständer. Rickon. Sieht man gar nicht. So. Oh, sorry. Die Werwölfe wachen ganz kurz einmal auf und entscheiden sich für eine Person. Die Werwölfe haben sich entschieden und der Seher erwacht. Und der Seher fragt. Was? Der Seher hat seine Antwort bekommen. Entschuldigung, ich drehe die Sätze immer ab, wenn der Seher reagiert. Und die Hexe erwacht noch einmal. Und die Hexe kann noch jemanden retten. Die Hexe kann doch noch jemanden töten. Und der Seher, nee, die Hexe schläft wieder ein und das ganze Dorf erwacht. Jedes Mal bin ich einfach Eddys Augen so. Oh. Er hat aber gerade Sekt an. Ja, was passiert denn jetzt? Da geht der Henker, kommt und nimmt... Das war klar. Moritz mit. Okay. Dann hat die Hexe sich selbst geheilt und vermutet, Moritz war's. Und wieso können die Wölfe nichts getötet haben? Und? Henker. Wo hast du diese Information her? Wir gucken erstmal, was war denn Moritz? Er war ein Guter. Moment, so, und jetzt bin ich mal gespannt. Miriam? Ich vermute, also, die Hexe sollte umgebracht werden, hat sich dann entschieden, sich selber zu heilen und jemanden zu töten, von dem sie denkt, das ist der Wolf. Und warum können die Wölfe jetzt gerade nicht Moritz verdächtig getötet haben? Und warum kann Weil ich das ein Henker war. Warum kann ich die Hexe... warum ist kann es ich der Werwolf und nicht der Henker? Woher weißt du denn, dass die Hexe... Weil sonst der Werwolf hier reinkommt und die Leute rausholt. Aha, und das ist wirklich... Moritz war der Einzige, der nicht für Katjana gegangen ist. Wer kommt denn da nach anderen Wolf? Ah, okay, wir wissen das. Ist der Einzige, der nicht auf Katjana gegangen ist. Deswegen dachte die Hexe, alles klar, Moritz muss es sein. Ich muss das erst kurz, es dauert ein bisschen. Sonntag. Ich weiß auch nicht, ob die Kleidung immer akkurat war. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das wirklich immer akkurat, dass immer der Wolf kommt, immer Ich frage mal den Henkersgehilfen, ist das immer akkurat mit Henker und es ist immer akkurat? Ja, aber das ist ja ein Tipp. Das ist natürlich ein Tipp jetzt, Das ist krass, das wusste ich auch nicht. Okay, also wir wissen, dass Moritz von der Hexe getötet wurde. Mhm. Ja, dann ist Weil Moritz
nicht auf Katjana gegangen ist und Katjana ein Werwolf war. Aber Katjana war schuldig und Moritz war unschuldig. Genau, da sind denke ich. Aber Moritz hat nicht auf Katjana gezeigt. Auf wen hat denn Moritz gezeigt? Auf Mara. Auf Mara, glaube ich, ja. Ich glaube auch auf Mara. Nein, ich weiß nicht. Leute, ganz ehrlich, mal ganz kurz. Also, es ist doch so klar, dass Mara ein Wolf Nein. ist. Nein, also, Donny, ich kann es dir... Ich glaube, also, ich glaube, ich bin da wirklich eher bei Mara, dass Mara da ein bisschen safer ist. Ich habe das Gefühl, die Argumentation war irgendwie so ganz... Also, Donny, ich glaube, mit ihrem mutigen... Ich habe mit Blicken schon ein bisschen Sachen abgesprochen, Donny. Ja. Okay. Wie was? Also ich glaube, am ehesten jetzt gerade, was mich jetzt am ehesten irritiert hat oder was mich aufmerksam gemacht hat, ist das, wie schnell Miri jetzt auf diese Argumentation aufgesprungen ist, dass jetzt der Henker kam und oh Gott, die Wölfe können ja gar keinen getötet haben. Ja, gesehen. Ja, wir wachen auf, aber wir hatten schon sehr, sehr oft auch einen Henker oder einen Wolf, wenn es gar nicht so war. Ja, aber das war nicht die Argumentation war sehr echt schwammig, das fand ich echt schwierig. Also, für mich hast du dich damit super verdächtig gemacht. Super verdächtig. Sorry. Donny würde jetzt normalerweise sagen, Wolf. Donny guckt auch nur Mädchen an. Na, er weiß auch, dass ich ihn angucke. Ja. Ich weiß es ganz genau, was ich Eddie ist eigentlich immer lauter, wenn er da macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ja, ich war gerade mit der Mara-Anschuldigung so ein bisschen impulsiv, weil einfach ich das Gefühl hatte, aber da hast schon recht. Also, ich war ja ursprünglich auch Anfang dieser Runde dabei, auch bei deinem ursprünglichen Verdacht sozusagen. Miriam hat sehr, sehr verdächtig auf etwas reagiert, was sie eigentlich nicht hätte wissen können. Ja. Und das macht dich halt doch im Endeffekt sehr. Und ich fand auch deine Erklärung eher. Es ist schon immer so, dass der, wenn ein Werwolf kommt. Dann haben die Werwölfe ja geholt und der Henker. Es ist ein super Tipp, ja. Aber das hatten wir das wirklich. Aber Miriam hätte es nicht wissen können. Ja, aber das war halt für eine Argumentation her, also ob es jetzt so ist oder nicht, empfinde ich das sehr, sehr, sehr auffällig. Das war keine Argumentation, es war eine Feststellung. Ja, eine Feststellung, aber wie kannst du denn das feststellen? Von etwa, wenn du es immer so ist, dass der Henker kommt, wenn die Hexe killt. So. Aber ich möchte nochmal. Das war die ganze Abend. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Miri, du hast gesagt, die Hexe hat sich selbst geheilt und Moritz getötet. Das ist meine Vermutung. Ich habe gesagt, die Hexe hat auf jeden Fall getötet. Es könnte ja jeder die Hexe sein und die Hexe könnte ja einfach jemanden getötet haben. Könnte auch sein, dass der Werwolf und also die Werwölfe sagen, okay, Moritz muss sterben und die Hexe sagt, ich töte den auch. Nee, aber es könnte sein, dass die Werwölfe sagen, wir töten Miri. Ja. Die Hexe sagt, ich heile Miri. Mhm. Kann sein. Und ich töte Moritz. Das kann auch sein. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Hexe getötet. Weil ja, dachte, das wissen wir durch das Kostüm, klar. Ja. Aber alles andere ist reine Spekulation. Dann okay, dann sind wir uns einig. Bitte nicht die Illusion nehmen, dass es hier Kostüme sind, sondern akkurate Anzüge. Das war Blätter an der Rübe. Steht hier. Jetzt bin ich natürlich nach diesem Pamphlet von Etienne Gardet etwas verunsichert. Er hat irgendwie heute für mich diese Runde die ganze Zeit die Ausstellung gehabt, dass er ein Dörfler ist. Irgendwie sehr sachlich irgendwie auf alles reagiert. Keine Ahnung, die Ausstrahlung war für mich, du bist Dörfler. Aber jetzt, gerade jetzt, habe ich das Gefühl, das ist nicht der Etienne Gardet, den ich kenne. Das war so ein bisschen arg. Ich habe Katjana in die Scheiße gemacht. Er hat einen Wolf gefunden. Ja, also ich glaube, Eddie ist safe. Für mich ist Eddie wirklich safe. Mara hat auf Katjana gezeigt, ich habe auf Katjana gezeigt. Aber das sind schon öfter Wölfe, die auch Wölfe getötet aber haben. Aber es waren jetzt drei eindeutige Facts. Und wenn einer sowas machen würde. Ich glaube, dass Mara die Seherin ist. Ja. Da irgendwo die Hexe. Ich glaube sogar, dass Mara die eventuell der Amor ist und darum Dinge gesehen hat oder mehrere Leute gesehen hat. Sie weiß aber als Amor nicht, ob es ein Wolf ist oder ein Dorf. Was kann der Amor im Endeffekt machen? Miriam, redest du Kopf? Und macht der Amor nicht die Augen auf und sagt, ihr beide seid... Ja was können die dann machen nochmal? Nee, aber dann, sie meinte eben, sie hat Augenkontakt gehabt. Ja, und? Das kann sie als Seher haben. Und nicht als Amor. Nee, ja, aber wie kann man Augenkontakt dann, kannst du nur mit jemandem haben, der auch die Augen auf hat. Nein, aber Amor sieht ja nicht... Aber Amor ist ja keine Bedrohung fürs Dorf. Richtig, aber was haben denn die Lieben dann nochmal für... Amor sieht ja nicht für den Vorteil. Die versuchen, das Spiel zu gewinnen. Aber was können die haben, was haben die denn von Vorteil gegenüber? Ich habe eine Frage. Wenn die Liebenden gewinnen, haben die Dörfler dann auch gewonnen? Nein. Beide Dörfler, dann können wir die haben nicht, die haben keinen Vorteil oder was? Okay, die müssen halt nur gewinnen jetzt. Okay, dann das ist schlecht für dich, Mara. Ja, was? Warum? Wieso für Mara? Wir glauben, dass Mara. Also ganz ehrlich, weil wir gerade festgestellt haben, dass sie durch das selbst zugegebene, ich habe Augenkontakt gehabt. Aber dann ist sie für mich Seherin. Die Seherin kann nur Augenkontakt haben, wenn das gesagt, ich habe mit meinen Augen Signale gesendet. Ja. Nein, aber das heißt, für mich kann auch ein Wolf und ein Mensch. Sie hat Dinge gesehen. Für mich ist halt ein Amor. Ich habe Dinge gesehen, sind wir bei Ja, aber das Ding ist halt, Amor tippt mit zwei Leute an. Das ist random. Das bringt. Na gut, ey, ich weiß. Okay, ich bin dafür gesehen. Marika leuchtet uns. Ich finde das alles zu kompliziert. Wer hat jetzt am meisten geredet, die Runde? Ganz ehrlich, Marco. Du? Nee, ganz sicher nicht. Marco hat am meisten geredet.
Aber das ist Marco, Donny und Miri. Und also du hast, ich sag nur mal, wenn du alles innerhalb dieser Runde verdächtigt hast, du hast Miri verdächtigt, du hast Mara verdächtigt, du hast mich verdächtigt und jetzt bist du bei Marco. Josie also, habe ich noch gar nicht angefangen. Komm mal. Josie und Marika. Gut, okay, dann dürfte ich auch ein guter Verdächtiger. Lass uns mal töten. Hast du einmal schon eben, glaube ich. Ja, ich ja, ja. Gut, ich glaube, wir haben alle Argumente gehört, oder? Nein, ich will noch was sagen. Okay. Ich will doch was sagen. Aha. Und zwar bin ich der Meinung, Josie redet auf einmal sehr viel, diese hab Runde. Ich Runde auch schon. Das finde ich nee. Viel. Hat sie recht? Okay, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe ja, hab dich die letzten Runden nicht so wahrgenommen. Und jetzt... Ja. Keine Ahnung, das ist ja, einfach so ein Bauchgefühl. Aber ich habe ja, also ich versuche ja raus, ich bin ja mir sicher, dass das Mara zu den Guten gehört, weil ich glaube, dass wir zusammen in einem Team sind. Das habe ich jetzt mehrfach angebracht, dass Mara das mit dem Sehen gesagt hat. Und dass ich ihr das glaube, dass das nicht nur ein Taktikding ist. Also liebt ihr euch? Mhm. Wen liebst du denn? Gut. Ich glaube, wir haben alles gehört, raus, oder? Miriam. Aber also... Das nein. Warte mal, hast du gerade gesagt, ich will Donny raus, hast du mir auf die Schulter geklopft? Egal, ich will Donny raus. Alles klar, ciao, mach's gut. Ihr habt euch doch auch angefummelt. Also Marika, na, das kann ja nicht sein. Ist unsere Sache? Na, ich würd, na gut. Lass uns erstmal töten. Ich glaube, es wird Zeit zu töten. Und wir zeigen bei drei wieder, und wir machen es wirklich auch alle bei drei, nicht so hier wie eben, hier kurz danach. Ja, eine Klassiker, hier, ich schau, ja, genau. Schau auf, Dingsen. Weil dann kann man sich immer entscheiden noch. Also, 3, 2, 1, töten. Okay, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Oh, 3 hier? Wo? Etienne, ja. Ich und drei bei Josie. Machen ja. Bei Josie. Warum denn bei Josie? 1, 2, 3, das ist alles. Der okay. Ja, Bürgermeister muss entscheiden. Wie haben wir Donny? Alles 2. Ich bin auf Miriam. Ja, ach genau. So, ich bin auch auf Miriam. Sind aber 3 Leute auf Miriam? Nein, ist doch 3 gegen 2. Und 3 auf Josie, so. Das ist doch klar. Okay. Dann ist Josie leider... Sorry, Kumpels. Leider weg. Sorry, Kumpels, also Wolf-Kumpels. Und wir gucken mal, was war denn... Love Interest auch gleich mitnehmen. Was war denn Josie überhaupt? Oh. Ja! So nämlich! Das ist geil. Der Riecher! Das ist der geil. Riecher! Okay. Ach, der Riecher! Du warst zu Josie, bist du noch gar nicht gekommen. Da hast du auch wieder recht. Aber, ja, ich wär, aber ich hab drauf gezeigt. Okay. Also, cool. Das Dorf. Ein Wolf gibt's noch, ne? Ja. Ein Wolf das nur noch. Und Dorf. Die Verliebten okay, auch. Die Verliebten auch. Marco? Mhm. Okay. Boah, Marco, was willst du? Alles klar. Das Dorf schläft ein. Was? Okay. Und der eine Wolf wacht auf. Und zeigt auch eine Person. Die Wölfe brauchen ein bisschen, um sich zu entscheiden. Der Wolf schläft wieder ein. Und der Seher, der Seher wacht einmal auf und der Seher kriegt seine Informationen, die er haben wollte und die Hexe wacht auf und die Hexe kann gar nichts mehr machen, wie wir alle wissen und deswegen schläft sie gleich wieder ein, ist einmal ganz kurz aufgewacht, weil sie einen schlechten Traum hatte. Und dann wieder ganz schnell eingeschlafen. Aber jetzt wacht sie eh wieder auf, weil morgens ist. Wie alle anderen auch. Ich habe mir gedacht, du machst das so eine Geschichte. Und dann ist sie spazieren gegangen. Nein. No. Okay. Peng. Ach, Miriam. Oh, Jägerin. No. Donny. Mhm. Donny, du bist Kettenreaktion auch weg, ne? Oder was? Oh nein, die Liebenden. Komm mit mir. Und? Alter. Die Liebenden was? Gehen auch noch weg. Du bist ein Arschloch. Wieso bin ich ein Arschloch? Wir sind verliebt, du Arschloch. Jetzt das war ja krass. Aber rein mit einem Schlag. Mitnehmen. Doch. Da ist doch jetzt ach, bestimmt so, ein Wolf dabei, oder? Aus, so, dann gucken wir doch mal. Was waren denn die drei? Wer ist denn zuerst gegangen hier gerade? Hier Miriam. Was war denn Miriam? Ah ja, Jäger natürlich. Jäger. Gut. Was war Marco? Und was war Donny? Alter. Gut. Okay. Der Wolf ist immer da.
Jetzt wollen wir mal die Argumente hören. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich bin Amor. Okay, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass du gut bist. What the fuck? Gut, okay. Okay, einer von euch beiden. Also kann es nur noch Ede sein. Okay, Marika, das ist, wie krass du bist. What? Ich habe zwei Wölfe rausgewählt. Ja, das ist du ganz schön zwei, assi. Nee, das ist nicht assi. Ja. Du hast zweimal nicht Wölfe rausgewählt und halt, du sagst die ganze Zeit nichts und jetzt auf einmal tust du so, als ob du die Seherin bist. Exakt so ist es. Ja. Bei wem hast du denn vorher gefragt, ob der ein Wolf ist und hast da Antworten bekommen? Ich habe bei Moritz gefragt. Ich habe bei dir eben gefragt. Und wen habe ich noch gefragt? Katjana habe ich gefragt. Und wen hast du gewählt in der Runde? Weißt du das noch? Oh Gott. Ich kann nicht sagen, wen ich gewählt habe. Ich habe Katjana gewählt und nominiert. Ja. Das war ein Wolf. Ja. Ich habe, wen habe ich noch alles gewählt? Ich habe Josie gewählt. Ja. Sorry. Ja, die beiden Wölfe. Ey, und scheiß Respekt, dass du die ganze Zeit nichts sagst und dann Stone Cold das hier durchziehst. Aber ich find's krass. Das ist echt krass. Scheiße. Du musst entscheiden. Oh nein, noch eher. So sieht's aus. Alter. Okay. Dann lass uns wählen. Ich kann nicht mehr sagen, außer dass... Du hast Katjana und Josie rausgewählt. Da wärst du ja ein richtiges Arschloch, wenn du jetzt der Wolf wärst. Ja, genau. Das wäre vor allem richtig dumm. Warum? Warum soll ich jetzt in der Endphase auch noch Josie auswählen, anstatt einen Verbündeten mitzunehmen in die Endrunde? Ja. Das ist ja Selbstmord. Also, aber gut. Na gut, du bist doch der Bürgermeister, ne? Ja. Stimmt, das kommt auch noch. Aber was hat das mit irgendwas zu tun? Da war ich von Anfang an. Gut. No. Haben wir alles gesagt, glaube ich. No. Mehr kommt hier nicht. Und ich würde sagen, bei drei... Ich geb auch zu, dass ich nicht der Seher bin. Also, es bis eben nicht wusste. Aber das, was Marika gerade macht, dass sie mich beschuldigt, ist so eindeutig. Also deshalb gut. Kann ich dir sagen, wen ich wähle. Ich sag, du hast zwei Wölfe ausgewählt. Also ich sag mal, seid ihr bereit? Ja, stimmt. 3, 2, 1, los! Ich. Marika, tut mir leid. Oh nein, sie sitzt hier, ne? Abgeholt. Oh mein Gott. Vom. Ja. Sag ich doch mal ganz kurz. Au! Und wir gucken mal ganz kurz. Wir gucken mal ganz kurz. Was war denn, Marika? Oh gut, wollen wir noch ganz kurz einmal einschlafen? Ja, bitte. Nein! Wir schlafen, das ganze Dorf schläft ein. Schlaf ein, mein Kind. Und der Werwolf wacht auf. Es ist Rekon. Und kann sich jetzt entscheiden, wen nimmt der Werwolf denn mit? Alles klar. Das Dorf wacht auf. Komm. Komm, Werwolf. Ja, die Hexe, Werseher bleiben pennen. Und Etienne, Riesenrespekt. Aber so gnadenlos auf deine Werwolf-Kollegen gehen. War die einzige Chance zu gewinnen. Knallhart von Anfang an, aber auch die Taktik durchzuziehen. Ja. Respekt, Etienne hat... Es tut mir leid für meine Werwolf-Freunde, aber am Ende, ich wollte den Sieg für uns. Und die Werwölfe haben gewonnen. Ja, kommen wir mal zurück. Ja, müssen wir voten, wer der beste Spieler ist? Ich glaube nicht, oder? Willst du es noch lesen? Das war so smart. Komm, wir machen mal ganz kurz noch den Vot, wer das der beste Spieler war. Alter, dass Marika die Seherin ist, ja, das war echt... Alter, ey. Ja, kannst du ja auch nicht verbrauchen. Boah, Mann, ey. Das war echt ganz schön asoziales Spiel gewesen, aber mehr als ich aber gewonnen. Also, Alter, diese Kettenreaktion war geil. Ja, aber wolltest du noch Miri? Danke, Miri. Da? Ja. Hab ich alles richtig...
Haus. Ich dachte eigentlich, dass Miri ein Verlies am Arsch ist. Und dass ich da zwei. Aber dann hast du tatsächlich die Jäger rausgetötet. Dass Miri dann auf Marco schießt. Marco wollte ich eigentlich am Leben halten, weil ich mir sicher war, dass Marco gesehen hat, dass ich zweimal Wölfe rausholte, genau, und war mir sicher, er wird für mich argumentieren. Deswegen, wollte ich das. Deswegen hat sich erst ein bisschen geärgert. Oh shit, ich nehme doch nicht Marco. Und dann, aber dass Marco auch da noch verknallt ist und ich einfach echt. Also ja, also das, war, tötest, das war richtig schlecht. Ja. Dass Donny am Ende noch kommen muss und sagen muss: Dich hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Und ein Hund tötet. Ja, schön. Und ich wollte eigentlich für Josie voten und hätte aber nicht gedacht, dass so viele für Josie voten. Ich wollte eigentlich, dass du es überlebst und war dann so ein bisschen scheiße. Das ist ja wirklich geworden. Und werdest dich wegen dem Bürgermeisterhut auch nicht nochmal für mich nicht, entscheiden können. Ich hätte nicht gegen, also wenn ich auf dich wähle und dann sage, oh, okay, dann nehme ich doch die. Das wäre ein bisschen sehr. Aber Mara, warst du Seher? Fürs Protokoll, ich habe Armor. Du warst Armor, du warst Seher dann. Ja. Die Armor, ja. Gucken wir einmal ganz kurz aufs Ergebnis. Wer ist denn der beste Spieler gewesen? Ich glaube, wahrscheinlich eindeutig. Können wir das noch einblenden? Nee, okay, es ist Etienne gewesen. Cool. Ja, da. Ja. Eindeutig. Wurde gewählt. Eindeutig. Eindeutig, aber ist auch klar. Ja, das war's für heute. Habt ihr Spaß gehabt? Ja. 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 Sehr schön. Ja. Nächstes Mal ist wahrscheinlich wieder Uke dabei. Und ich finde, du hast das toll gemacht. Ja. Ja. Ich habe einmal versehen. Das war ein bisschen doof. Aber egal. So ist es. Was hattest du denn? Das würde mich mal interessieren. Was war denn da, als du als dem Seher, was hast du denn dem Seher falsche Informationen? Ich habe außerdem gesagt, dass Katjana lieb ist und nicht böse, weil ich wusste es nicht mehr. In der ersten Runde auch. War das bei mir oder wo waren du? Jetzt hör doch mal auf, meine ganzen Fehler hier aufzuzeigen. Was ist das denn jetzt? Du hast super gemacht. So. Das war gut. Ja, das war's heute von Werwolf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bald wieder in Bohnenhausen. Mach doch mal das Wolfsheul, wenn ich hier drauf drücke. So. Tschüss! Absacke, ab jetzt im Handel.